Hallo, ich begrüße Sie wieder herzlich zu unserer heutigen wissenschaftlichen Tagesschau. Heute Demokratie pur Talkshow, freie Argumenteplattform. Die Basis, wir 2020, Frackpartei, Mitglieder, heute vorwiegend Mitglieder des Orga-Teams Frackpartei, freie Argumente-Kulturpartei, der echten basisdemokratischen Denkweise sozusagen anwesend. Und Parteimitglieder und Wählerinnen, naja, sie sind ja auch gleichzeitig Wähler, befragen Experten. Heute haben wir Herrn Professor Löhr da und natürlich wieder mich von den Next Scientists for Future. Und es geht letztendlich um Ideen zu einem besseren Wahlprogramm mit dem Potenzial von 56%. Das hatten zumindest mal die Next Scientists for Future, deren Vertreter in einer simulierten Bundestagswahl erreicht. Das ist also keine Fantasiezahl, sondern durchaus eine im Bereich des Möglichen liegende Zahl. Und jetzt beende ich diese Präsentation, damit Herr Professor Löhr vielleicht auch seine dann einschalten kann. Sehen wir uns jetzt alle zu viert? Sehen Sie alle vier nebeneinander Ja. im Großbild? Ja. Ja, also würde ich sagen, Herr Wagner, und wir bestellen einfach mal gemeinsam an Herrn Professor Löhr die Frage: Was ist vielleicht in den ersten 3 Minuten formuliert sein Grundkonzept sozusagen, wie er unsere Gesellschaft verbessern möchte und wie er quasi vielleicht auch unser Leben damit verbessern möchte? Ne? Sollen wir loslegen? Sind Sie soweit, Herr Professor Löhr? Ich bin soweit. Machen Sie erst Ihre Präsentation bereit und sagen Sie dann Bescheid und dann drück ich erst die Uhr, wenn Sie anfangen zu sprechen. Ich mache es aber mal ein bisschen kürzer. Ich gehe mal im Schweinsgalopp drüber. Also den Herrn, den kennen Sie, ne? Und der hat vor einiger Zeit sehr stark gesagt, wir haben ein Problem mit dem bezahlbaren Wohnen, wir haben ein Problem mit der Vermögenskonzentration, vor allen Dingen in Ballungsräumen. Er hat in seinem Buch gesagt, 36.000% von 1962 bis 2015 haben sich die Bodenpreise entwickelt. Später hat er mir erzählt, das ist nicht richtig gewesen. Das waren sogar deutlich mehr. Hier sieht man beispielsweise die Entwicklung der Bodenpreise. Hier sieht man die Entwicklung der Mieten. Hier sieht man die Entwicklung der Verbraucherpreise und der Baukosten. Da sieht man deutlich, das hängt mit den Bodenpreisen zusammen. Also auch wenn Sie hohe Mieten bezahlen, das hängt mit den Bodenpreisen zusammen, weil sich der Beton und der Stahl in München und im Bayerischen Wald im Preis nicht besonders stark unterscheiden. Auch die, ich sag mal so, seit mehr als 10 Jahren haben sich die Arbeitnehmereinkommen, das hier ist das Grüne, nicht großartig erhöht. Die Kapitaleinkommen seit der Niedrigzinspolitik haben sich laufend reduziert. Gewonnen haben die Bodeneinkommen als vermachende Dritte. Und wenn wir uns heute anschauen, ja, wem gehört denn das Zeug da eigentlich? Das Vermögen, und da spielen die Bodeneinkommen eine ganz erhebliche Rolle drin, ist hochgradig konzentriert bei den reichsten 10%. So, wer macht denn eigentlich die Bodeneinkommen? Es sind vor allen Dingen die Arbeitnehmer und die Verbraucher, die Abgaben an Vater Staat bezahlen. Vater Staat erbringt öffentliche Leistungen, Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten und so weiter und so fort. Wenn das alles erfolgreich ist, dann wird der Boden in Wert gesetzt. Und wenn der Boden erfolgreich in Wert gesetzt wurde, dann dürfen dieselben Arbeitnehmer, Verbraucher, die in den Großstädten auch Mieter sind, nochmal zahlen. Also zweimal. Einmal hier über die Abgabenbelastung, einmal hier über die Mieten und auch die Produktpreise. Der lachende Dritte ist derjenige, der im Prinzip überhaupt nichts tut, sich schlafen legt und reicher wieder aufwacht, nämlich die Bodeneigentümer. Und da ist die Frage, ist das in Ordnung? Ich finde, es ist nicht in Ordnung. So, ich lasse es erstmal dabei. Ja, dann mache ich meine ersten 3 Minuten. Es geht also letztendlich um die Frage, Herr Professor Löhr, Ihr Mikro ist noch an.
Ich lasse meins nur deswegen an, weil ich so überlastet und überstresst bin in der Ding. Also die Grundüberlegung ist folgende. Wir wollen auch eventuell die sogenannten Reichen höher besteuern. Aber wir sagen, als Weltrat haben wir den Standpunkt, wir müssen immer im Blick haben, dass wir die Rate der Hochqualifizierten, die jedes Jahr Deutschland verlassen, nicht über Gebühr erhöhen. Angeblich, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich erinnere mich an 200.000 Leute pro Jahr, die meistens aus dem höher qualifizierten Bereich oder sogar dem reicheren Bereich, ich denke an Michael Schumacher, den Rennfahrer, der seine Millionen in die Schweiz gebracht hat, um vor der deutschen Steuer zu flüchten, dass man den Bogen nur so weit spannen darf, dass nicht die Abwanderungsrate zu hoch wird. Und da ist unser Konzept nicht sozusagen einfach so mal eben Steuern zu erhöhen, sondern erst einmal die Lebensqualität zu erhöhen für alle Menschen. Also unser Konzept geht ja davon aus, dass wir über die wohlfühlstimmende Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten sozusagen eine wesentlich gesündere Gesellschaft erzeugen durch unsere Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege und die anderen 19 Reformen ein volkswirtschaftliches Wirtschaftswunder von jährlich am Ende sogar bis zu 500 Milliarden Euro jährlich erhoffen, erwirtschaften zu können. Und das verteilt sich einerseits auf die Gesamtgesellschaft und bedeutet aber auch für die Arbeitnehmer einen höheren Lebensstandard, dann auch in der wirtschaftlichen Hinsicht. Und es bedeutet noch etwas anderes. Wenn ich an die Gesundheitsclubs der Hausärzte denke, wir zahlen ja schließlich Hunderte von Euro jeden Monat in die Krankenversicherung ein und dafür wird dann alles uns in gesundheitsförderlicher Hinsicht geboten. Fitnesscenter kostenlos, Tanzclub kostenlos, Sportverein kostenlos, weil das alles unter der Regie der Hausärzte laufen wird, sozusagen. Weil die alles tun werden mit Ernährungskursen und so weiter, alles zu tun, dass wir Spaß haben am gesünder Leben. Dadurch gehen die volkswirtschaftlichen Kosten drastisch zurück und auf der anderen Seite geht die Lebensqualität ganz weit nach oben. Es bilden sich vielleicht sogar erste Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften unter der Supervision der Hausärzte. Und dadurch entsteht eine so viel höhere Lebensqualität, dass die Reichen bereit sind, eine höhere Besteuerung zu akzeptieren. Das ist der letzte Satz jetzt, weil meine Zeit ist um. Jetzt akzeptieren dann die Reicheren eine sehr viel höhere Besteuerung, weil sie die deutsche Lebensqualität nicht missen möchten und deswegen im Vergleich zum Ausland, wo sie diese höhere Lebensqualität nicht bekommen, sie dann bereit sind, wesentlich höhere Steuern in Deutschland zu akzeptieren. Und dann können wir den Bogen höher spannen und können dann zum Beispiel auch, könnten dann auch im Bodenbereich höhere Steuern erheben. Ja? So ist wäre die Brücke. Jetzt bittet Sie beide jeweils eine Minute Statement. Unsere Zuschauer sozusagen von der Fragpartei, bitte eine Minute Statement und eine Frage vielleicht an Herrn Professor Löhr, in erster Linie an ihn, würde ich sagen. Wer fängt an? Herr Wagner, Herr Eckenberger? Herr Wagner, bitte. Ja, danke schön. Hört man mich? Ja. Super. Also ich finde die Analyse mal wieder sehr treffend der Probleme. Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer durch die Umverteilungsmechanismen. Ob das Zinseszins sind, ob das die zunehmenden Gewinnkosten durch Automatisierung und dass die Menschen arbeitslos werden, abschöpfen öffentliche Gelder, die Vorteile durch Boden, Wertgegenstände, Goldreserven, was weiß ich. Also diese Mechanismen sind ja alle seit Jahrzehnten eigentlich bekannt und sogar ein Stück weit in die Öffentlichkeit gekommen. Dieser Mechanismus, die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Und das wird mitgetragen durch den politischen Rahmen und durch vielfältige wirtschaftliche Mechanismen. Was ist Ihr Lösungsvorschlag, Herr Löhr?
Also aus meiner Sicht, um das da gleich hinzuzufügen, die Machtverhältnisse sind eindeutig. Wir werden den anderen das Ruder nicht einfach aus der Hand nehmen können. Wenn wir an Demokratie glauben, dann müssten diese Verhältnisse endlich mal so auf die Bildfläche gebracht werden können, dass sie auch in angemessener Verhältnismäßigkeit berücksichtigt werden, weil die Menschen sind so gelähmt, sie bekommen das ja sogar mit. Sie wissen, dass dies Unrecht so geschieht, aber sie sind so gelähmt und so zur Anpassung dressiert, dass sie, ja, was weiß ich, man denkt lieber, wir retten die Umwelt, indem der Verbraucher noch 20 Cent für die Plastiktüte an der Kasse bezahlen muss, aber wir kommen nicht auf die Idee, diese grundlegenden Ungerechtigkeitsmechanismen angemessen ins Auge zu fassen und da was zu ändern. Welche Vorschläge hätten Sie, dass da was gemacht werden kann? Ja, vielleicht Herr Eckenberger, auch noch Ihre Frage und Statement. Herr Professor Löhr, ich hoffe, Sie haben auch so einen kleinen Notizzettel, haben sich das vielleicht schon notiert, was Herr Wagner gefragt hat. Herr Eckenberger, vielleicht auch Ihr Statement und Ihre Frage dazu. Ja, ich habe gerade beides nicht wirklich, außer dass ich mir freie Argumente-Kultur wünsche. Und so gesehen lasse ich dem Herrn Wagner noch eine extra Minute, wenn das Sinn macht, oder gebe gleich an den Herrn Löhr weiter. Ja, dann würde ich sagen, Herr Professor Löhr, dann, wenn Sie wieder eine Präsentation haben, vielleicht schalten Sie die wieder ein. Falls Sie eine haben, Sie müssen nicht. Es kommt eine Präsentation. Ja, sehr schön, ich sehe was. So, das, was ich Ihnen jetzt zeige, das stammt nicht von mir. Das ist eigentlich uralt und auch in der Wirtschaftswissenschaft anerkannt. Was sehen Sie da links? Sie sehen links hier Einkommen und zwar private Güter und Dienstleistungen und öffentliche Leistungen. Da ist auch das beinhaltet, was Sie, Herr Dillon, hier vorhin ansprachen. Also zum Beispiel auch Gesundheit, ne? Dann haben wir hier die Verteilung der Einkommen, nämlich auf Arbeit, das sind die Löhne, auf Kapital, das sind die Zinsen, auf Renten, das ist das Land. Jetzt gibt es ein schönes Theorem, das stammt, ist benannt nach Henry George, dem Bodenreformer, dem US-amerikanischen, wurde aber von verschiedenen Nobelpreisträgern, der bekannteste, der heute noch lebt, ist der Joseph Stiglitz, weiterentwickelt und formalisiert. Was sagt das? Öffentliche Leistungen, die bewirken überhaupt erstmal, dass der Bodenwert steigt und dass auch die Bodenerträge steigen. Wie gesagt, wenn Sie in München 20 oder noch mehr Euro pro Quadratmeter Miete zahlen, im Bayerischen Wald 5 Euro, dann hat das nicht mit den Unterschieden in Beton zu tun, sondern es hat mit den Unterschieden in der Infrastrukturausstattung zu tun, die dann eine entsprechende Agglomeration von Fachkräften, Einwohnern und so weiter ermöglichen. Dementsprechend öffentliche Leistungen ermöglichen überhaupt erst, dass der Boden so teuer wird und dass die Erträge aus dem Boden so teuer werden. Umgekehrt, und das ist der Clou, haben die Leute gezeigt, dass diese, man nennt sie Renten, das hat aber nichts zu tun mit Altersrenten, das sind ökonomische Renten, dass die ausreichen, um die öffentlichen Leistungen, die festen Kosten voll zu finanzieren. Das heißt, wir brauchen überhaupt keine Steuern dafür. Das machen wir aber nicht. Was machen wir? Wir gehen hin und sagen unter Artikel 14 Grundgesetz, diese Renten werden vor allen Dingen privatisiert. Das ist bei uns eine heilige Kuh. Wir geben die den Leuten, die nichts dazu beigetragen haben, diese Güter zu erschaffen, diese Werte zu erschaffen. Und weil der Staat irgendwie finanziert werden muss, müssen wir es holen von denen, die eh nichts haben. Wir müssen es holen als Verbrauchsteuer, auch von ärmeren Leuten. Das wirkt da regressiv. Wir müssen es holen, weil es nicht vom Kapital zu holen ist, weil das ist dann in Luxemburg, in der Schweiz. Da müssen wir es vor allen Dingen von den Arbeitnehmern holen. Deutschland ist Vize-Weltmeister bei der Belastung der Arbeitnehmer mit Sozialabgaben und mit Steuern. Und genau das, was Sie, Herr Diller, da gesagt haben, nämlich die Hochqualifizierten sollen nicht abwandern, genau das geschieht dann. Also, was wollen wir? Wir wollen, dass das wiederhergestellt wird, dass wir aufhören, gemeinschaftlich geschaffene Werte zu privatisieren, was hier passiert, und stattdessen die privat geschaffenen Werte, von denen die sauer arbeiten, zu sozialisieren. Das brauchen wir nicht in diesem Sinne. Wir brauchen natürlich Steuern, soweit es Umweltsteuern und so weiter sind, aber diesen Mechanismus, die Steuern, die wir heute haben,
die dienen dazu, diese Privatisierung von Arbeitsloseneinkommen zu ermöglichen. Und das geht nicht. Ja, genau in der Zeit, sehr gut. Ja, dann mache ich unsere Stellungnahme dazu. Ja, also ich will es noch einmal betonen. Hört man mich gut? Ja? Ja. Die letztendlich besteht die Welt aus Kalkulationen. Und zwar, jeder Unternehmer kalkuliert, wenn ich in ein anderes Land abwandere, was habe ich für Abwanderungskosten? Maschinen mitnehmen, Vermögen mitnehmen, kostet so und so viel Millionen und vielleicht sogar zig Millionen und so weiter. Was bieten die anderen Länder? Was haben die, was ist das Angebot der anderen Länder? Haben die dort überhaupt qualifizierte Arbeitsplätze? In welcher Qualifikationsstufe finde ich dort Arbeitnehmer vor, die Arbeit suchen und so weiter und so weiter? All das abzuwägen. Und die Lebensqualität hier in Deutschland ist ein Faktor. Und das habe ich ja in der ersten Runde erwähnt, dass wir ganz drastisch die Lebensqualität und die Lebensfreude auch für alle sogenannten reicheren Personen Deutschlands so drastisch erhöhen wollen. Wir wollen sie ja für alle Menschen gleichermaßen anheben. Eine gesündere, glücklichere, langlebigere Gesellschaft für alle, die man dann eben nicht mehr so einfach verlässt, sondern wo man sagt, diese Lebensqualität finde ich auf keinem anderen, in keinem anderen Staat der Erde. Und da bin ich auch bereit, jetzt sehr viel höhere Steuern zu akzeptieren. Ja? Und dann ist es ja so, wir sagen ja als Weltrat, ja, wir wünschen uns auch, dass irgendwann sogar die Schere zwischen Arm und Reich zusammengeht. Und wir sind ja diejenigen, die ganz klar sagen, wir hatten ja eine Geschichte. Wir sind ja als Evolutionsbiologen, wir untersuchen ja letztendlich mit den Physikern und Chemikern zusammen die Evolution der letzten 13,8 Milliarden Jahre dieses Universums. Besonders die letzten 65 Millionen Jahre nach dem Aussterben der Dinosaurier, als die unsere Urgroßeltern im engeren Sinne, sind ja alles unsere Urgroßeltern, das alles, was lebendig ist, sind ja unsere Urgroßeltern, aber die menschenähnlichen Säugetiere, damals beginnend mit ja, Maus- oder Rattengroßen, Nagern und so weiter, die dann auf die Bäume gegangen sind und die dann vor 400.000 Jahren zu Zeiten des späten Homo erectus eine sehr besondere Sozialform entwickelt hatten. Eine glückliche, wir nennen sie ja auch matriarchale oder urmatriarchale, pazifistische Bonobo-Schenker-Kommunen-Lebensweise, wie wir sie in Ansätzen bei den heutigen Bonobos noch vorfinden. Und dort schenken die Männer alles den Frauen und Kindern. Also das heißt, es gibt gar keine Schere zwischen Arm und Reich, weil eben jeder männliche Bonobo und damals der männliche Homo erectus alles, was er an Nahrung gefunden hat, den Frauen und Kindern geschenkt hat und Akkumulation gar kein Thema war, weil mehr als geliebt zu werden von seiner geliebten Kommune konnte niemand erreichen und wollte niemand erreichen, auch wenn man damals schon Geld gehabt hätte oder Warenkonservation gehabt hätte, hätte man das nicht gewollt. Und spätestens da endet nach unserem Konzept also dann die Schere zwischen Arm und Reich und geht wieder zusammen, wenn wieder das Verschenken das Wesen der Gesellschaft wird und dadurch letztendlich die Menschen wieder glücklicher sind. Und der Weg dahin ist ja unsere Hausarzt-Gesundheitsclubs sozusagen. Die sind ja, die Hausarzt-Gesundheitsclubs sind sozusagen die Keimzelle dieser alten, neuen Lebensform, die vielleicht dann einige freiwillig leben wollen. Natürlich alles freiwillig. Ja? So, wieder Sie beide sind wieder dran mit Ihrer Runde. Herr Wagner, wollen Sie wieder beginnen? Ja, ich danke für die Zusatzerklärung, Herr Löhr. Aber im Prinzip ist das jetzt in meinen Augen nicht an der Schlüsselstelle ein Lösungsvorschlag. Sie haben eher die Problematik nochmal ein bisschen genauer beschrieben. Nämlich, dass es daran liegt, dass die
Gewinne in der Wirtschaft privatisiert werden und die Belastungen oder Kosten vergesellschaftet werden. Also das kenne ich seit 30 Jahren, kenne ich das in der Alternativszene, dass das dann die Kritik ist, wie sie formuliert wird am Wirtschaftsgeschehen. Das heißt, das sind eigentlich Binsenweisheiten. Und man kann sie ja noch ergänzen. Also es ist ja nicht nur die, es sind ja nicht nur die Bodengewinne. Wir stehen ja vor der dritten oder so und so vielten technischen Revolution. Das Eigentum an Produktionsmitteln, der Grundbegriff auch des Marxismus von der wirtschaftlichen Ungerechtigkeit, wird durch die Automatisierung in Höhen hochgepusht, die unglaublich sind, wo deshalb Forderungen sind wie Umverteilung, Maschinensteuer und so weiter und so fort, um diese Bereicherung durch die Automatisierung und jetzt auch noch die digitale Automatisierung ausgleichen zu können. Das heißt, wir könnten mehrere Mechanismen benennen und könnten das an mehreren Stellen auch weiter ins Detail analysieren. Warum ist es so, dass die Reichen reicher, die Armen ärmer werden? Wie funktioniert heute jetzt in den Einzelheiten dieser Grundsatz, Gewinne privatisieren und Belastungen vergesellschaften? Aber die Lösung, wie sollte es dazu kommen, dass die vielen berechtigten Kritikargumente jetzt sich mal durchsetzen können? Der Machtmechanismus ist doch eindeutig das, was nicht funktioniert. Und da sage ich, die Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten des Staates sind so groß geworden, dass heute kein vernünftiger Mensch mehr glaubt, wir könnten das mit einer gewaltsamen Revolution den Leuten noch aus der Hand nehmen. Ich glaube nicht, dass das irgendeine realistische Aussicht hat. Aber dann bleibt uns doch letztlich nur zumindest den Kernanspruch unseres jetzigen Gesellschaftssystems aufzugreifen und zu sagen, okay, dann wollen wir eine Argumentesichtbarkeit, eine demokratische Argumentesichtbarkeit, wo jetzt wirklich auch nicht nur die Probleme wieder ein tausendstes Mal gesehen werden, sondern wo wir uns überlegen, wie sie sich auch demokratisch angemessen durchsetzen können. Das müsste als Fragestellung auf den Tisch, aber wir haben nicht mal eine Plattform, die so offen wäre, solche Fragen zuzulassen. Also da sehe ich den entscheidenden Mangel bei der Machtdurchsetzung. Ja, danke. Soweit. Herr Eckenberger, Sie diesmal? Eigentlich auch nicht wirklich. Das würde mich jetzt auch interessieren, wie es weitergeht, darauf basierend. Danke. Ja, dann also, ich, Herr Professor Löhr, bereiten Sie sich auf Ihre nächste Runde vor, eventuell mit einer Präsentation. Das ist eben auch das, was mich interessiert. Was können wir machen, ohne den Bogen zu überspannen und einfach nur die Machtfrage, Herr Wagner stellt ja die Sache so, Machtfrage, und ich sage, zur Machtfrage gehört auch die Fähigkeit, Deutschland zu verlassen, abzuwandern und Kapital mitzunehmen und dadurch Deutschland kapitalmäßig, auch investitionskapitalmäßig verarmen zu können. Welche Möglichkeiten bietet Ihr Konzept? Ich habe ja angedeutet, wir haben zwei Konzepte und jetzt vielleicht wieder Ihr, welche Möglichkeiten bietet Ihr Konzept, dass jetzt kein Gegenschlag von den Reichen kommt, wenn man entsprechend was ändert an den Gesetzeslagen oder Besteuerungslagen? Also zunächst mal hat Herr Wagner ja ganz recht. Ich habe das Konzept überhaupt noch nicht erklärt, sondern nur die Probleme aufgerissen. Ich muss allerdings widersprechen, es ist keine Binse. Es ist alles andere als eine Binse. Diese Zusammenhänge sind in keinster Weise klar und diese Zusammenhänge sind auch in den Dimensionen in keinster Weise klar. Das, was ich gerade sagte, dass eben unser Abgabensystem einer der maßgebenden Gründe dafür ist, warum überhaupt ökonomische Renten, arbeitsloses Einkommen privatisiert werden und was für ein Riesenumverteilungsmechanismus da beispielsweise im Boden liegt, das ist nicht alles, da haben Sie vollkommen recht. Da gibt es überhaupt keine Untersuchungen darüber. Stattdessen gibt es Untersuchungen von Piketty, der da sagt, okay, wir haben eine höhere Kapitalverzinsung als Wachstumsrate und dementsprechend brauchen wir eine Vermögensteuer. Ich sage, nein, das ist Blödsinn, das ist die Fortführung von Marx, das ist eine olle Quelle. Das hat Stieglitz und andere gesagt, der gute Herr Piketty hat den Boden vergessen, da findet die Musik heutzutage statt und da haben sich die maßgeblichen Bereicherungen stattgefunden. Wir müssen die ökonomischen Renten abschöpfen und das ist im Übrigen auch die effizienteste Art und Weise, wie man Abgaben erhebt. Und das war auch der Grund, warum ich mich für die Bodenwertsteuer so eingesetzt habe, denn die Bodenwertsteuer ist eine homöopathische Steuer erstmal, 14 Milliarden Euro von über 700 Milliarden Euro. Aber sie ist die grundsätzlich richtige Richtung weg von der Besteuerung der Arbeitnehmer, des Verbrauchs und hin auf die Besteuerung von
natürlichen Ressourcen und von Land. Das ist die richtige Richtung. Und Sie haben natürlich auch recht, auch die digitalen Renten, das, was Facebook und so weiter so groß gemacht hat, wie kann man innerhalb von wenigen Jahren Millionär werden? Das kann man in Russland, das kann man in China, das sind Boden- und Ressourcenrenten und das kann man mit digitalen Renten. Und die kann man nicht als Gesellschaft akzeptieren und dann hört es auch auf, mit dem Glücklichsein, wenn man das tut, nämlich dann ergeben sich so große Unterschiede und auch Spannungen in der Gesellschaft, dass es da kein Glücklichsein mehr gibt, da gibt es Bürgerkrieg. Sie haben noch etwas Zeit. Sie haben noch 40 Sekunden mindestens. Bei der nächsten Runde mache ich das. Ja, so. Denn ich brauche jetzt, muss eine Präsentation einschalten, denn ich hoffe, Sie sehen das jetzt gleich. Tut sich was? Sehen Sie was? Ich sehe Sie jetzt nicht mehr. Also hören Sie und sehen Sie World Council of Wise People? Also hören nicht, aber sehen ja. Sehen, ja. Ja, dann ruhig wieder die Mikrofone ausstellen. So, ich will als Antwort darauf ganz generell weg von der Geldorientiertheit. Psychobiologisch, also der Weltrat schließt eben auch ein, im Wesentlichen nicht nur Physik, Chemie, Biologie, sondern in erster Linie auch Psychobiologie, Evolutionspsychologie, die naturwissenschaftlichen Teile der Psychologie, die Soziobiologie und. Alles, was mit Menschenkenntnis zu tun hat, und zwar Meme, parasitäre Meme. Meme heißt, kommt von Memory, verhaltenssteuernde Gedächtnisinhalte, parasitäre Meme, vorteilbringende Irrtümer, Killerviren des Geistes und der Unterschied zwischen vorteilbringenden Irrtümern und parasitären Memen. Das heißt also, wir sagen, wir müssen verstehen, wie Menschen sind. Und Menschen werden nicht durch Geld allein glücklich, sondern wir müssen ganz klar sehen, dass jede Art, die Katze zum Beispiel, nehmen wir eine Katze, die, ich bin jetzt vom Schaubild her hier bei, wir untersuchen ja die letzten 13,8 Milliarden Jahren dieses Universums und haben da mittlerweile ein ganz klares Bild davor. Und wenn wir uns die Katze anschauen, da hat die Katze die Tendenz, sozusagen zum Beispiel auf die Jagd zu gehen, sogar wenn sie Futter bekommt, ausreichend Futter zu Hause bekommt, weil sie Lust hat am Jagen, weil ihr das Freude bereitet und Spaß macht, weil das so in ihrem Genetik einerseits programmiert ist und ihr Gehirn ist genau so gewachsen, dass ihre Lustsysteme im Gehirn dann am meisten Lust erleben können, wenn sie eben jagt, obwohl sie satt ist. Ja? Und genauso ist es mit den Menschen auch. Wir sind programmiert für eine bestimmte Sozialform, die sich vor 4 Millionen Jahren hier, ich bin hier bei dem Schwarzen, vor 4 Millionen Jahren, nicht Milliarden, sondern 4 Millionen Jahren, das muss ich für die Fernsehzuschauer immer sagen, die verwechseln das sehr schnell, vor lächerlichen 4 Millionen Jahren hatten wir unsere Rivalenkampf- und Eifersucht anzeigenden Eckzähne verloren, spätestens laut Professor Friedemann Schrenk, dem berühmtesten Paläoanthropologen Deutschlands. Das heißt also, dass wir geschaffen sind für eine Sozialform, die völlig anders ist als unsere jetzige. Und es bringt uns nichts, jetzt über Geld noch mehr Ersatzbefriedigungskonsum zu ermöglichen, wenn wir dadurch immer noch nicht unsere glückliche Sozialform wieder leben dürfen. Und in der nächsten Runde werde ich erläutern, wie es dazu kam, dass wir diese glückliche Sozialform, dass sie zerstört wurde, weil unser Wirtschaftssystem eine andere Richtung eingeschlagen hat, nämlich eine manipulative. Ja, so viel dazu. Ich mache die Präsentation wieder weg und Herr Wagner kann schon mal anfangen, vielleicht sein Statements zu äußern. Jetzt muss ich gucken, wie ich aus der Präsentation wieder rauskomme.
Ah, so, ich weiß, ich hab's. Die Technik. So geht's, ne? Jetzt müssen Sie mich uns wieder alle zu viert sehen, ja? Ja. Alles in Ordnung? Ja, ich will damit, wollte damit also sagen, Geld allein macht nicht glücklich, es gibt noch andere Lebensfaktoren. Herr Wagner, so Ihr Statement. Ich habe gesagt, wir machen jetzt mal auch für die Zuschauer immer 2 Minuten, weil es hat sich gezeigt, 1 Minute ist doch sehr knapp für die Zuschauerfragen und die Statements. Ne? Herr Wagner, los geht's. Ja, ich bedanke mich wieder. Und ich habe das aufgegriffen, was Sie da gesagt haben. Also die Problemanalyse ist das eine, aber Sie sehen es nicht als Binsenweisheiten, weil es zu wenig bekannt wäre. Also auch in der, sage ich jetzt mal, demokratischen Öffentlichkeit. Ich lasse offen bei der Problemanalyse, wie die Gewichtung da wäre, weil alle Bereiche, die ich eben nannte, Automatisierungsgewinne, Bodengewinne und ich füge als drittes hinzu Schaffung von Geld aus dem Nichts, indem die Gelddruckmaschinen heiß laufen, ohne dass wirtschaftliche Gegenwerte noch dastehen. Also was aus meiner Sicht schon seit der Wirtschaftskrise und jetzt auch unter Corona-Zeiten explodiert, quasi diese Erhöhung der Geldmenge, was durch das Glücksspiel an den Börsen schon ein ganzes Stück weit ja, explodiert ist, wird jetzt auch von Staatsseite aus skrupellos weiter hochgefahren. Lassen wir offen, wie der Anteil wäre der verschiedenen Problemquellen, die da eben Reichtum aus dem Nichts und für privilegierte Gruppen in der Gesellschaft erzeugen. Wie könnten wir es ändern, dass eben es zur Binsenweisheit wird oder dass die Sichtbarkeit für die demokratische Öffentlichkeit, nehmen wir überhaupt mal an, die hätte dann noch eine entsprechende Handlungsfähigkeit. Aber nehmen wir an, die Demokratie würde soweit irgendwie noch in Gang setzbar sein, dass wenn das der demokratischen Öffentlichkeit ausreichend bekannt gemacht werden kann, dass es dann wirklich stark etwas bewirkt. Da schlagen wir von der Freien Argumente-Kulturpartei vor, dass der grunddemokratische Anspruch, nämlich dass für die freien Wähler eine komplette Wahlalternativenübersicht geboten sein muss, also an Informationen und Handlungsoptionen, dass dafür effektive Werkzeuge geschaffen werden müssen, wie eben eine Argumenteplattform, wo alle Argumente überhaupt sichtbar werden können, ohne vorher schon aussortiert zu werden. Und wo dann zumindest der Anspruch besteht, ich sage nur der Anspruch, unabhängig davon, wie gut es dann klappt, dass es nach Argumentequalität statt Korruption gehen soll. Es gibt keine einzige solche Plattform jetzt, außer dem kleinen Forum, was wir da mit dem Weltrat der Weisen gemeinsam so als Experimentalforum machen. Aber ja, jahrzehntelang habe ich gefragt und alle politischen Experten, auch für politische Bildung, haben gesagt, es gibt keine solche Plattform, es gibt auch keine Initiative, die sich da ernsthaft drum bemüht. Ist das nicht der Schlüssel, um eben zu den problemlösenden Binsenweisheiten hinzukommen? Ja, Herr Eckenberger? Ich gebe wieder weiter, kein Desinteresse, einfach nur. Ja. Ja, dann. Aber dann könnte ich vielleicht noch was hinzufügen, wenn der Herr Eckenberger das so sagt. Der ist da bestimmt mit einverstanden. Der Herr Dillen hat gesagt, es gibt ja eine Möglichkeit, den Reichen das schmackhaft zu machen. Und er hat vor allem eben beschrieben, dass auch die Reichen ja nicht durchs Geld so richtig glücklich werden, sondern dass also ganz tief anthropologische Konstanten, wie dass wir eigentlich träumen von einer liebevollen Gemeinschaft, sowas wie die aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommunen mit freier Sexualität und so weiter. Der Weltrat der Weisen beschreibt das ja dann im Detail. Das könnte glücklicher machen, als jetzt sozusagen in seinem Büro zu sitzen, in einem kalten, abgeschotteten Raum und die Kontenstände zu klären. Ich würde nur hinzufügen, dass das, was wir als zusätzliches Leckerli quasi betonen, jeder Mensch eigentlich, auch die Reichen, müsste vielleicht noch viel stärker deutlich gemacht bekommen, dass unser höchstes Glück darin besteht, als denkende Wesen richtig denken zu können, also unseren Geist so entfalten zu können. Also bei mir ist das so, dass das für mich der größte Flash ist und ich deshalb alles Mögliche tun würde. Besser frei im Geist zu sein und ansonsten vielleicht dafür zu sterben, als irgendwie anders Besitztümer oder was anzuhäufen, aber innerlich leer zu werden. Okay, Ja, das so wäre das viel. zusätzliche Leckerli, was wir anbieten. Ja. Das eröffnet übrigens auch das Thema, Herr Professor Löhr. Wir hatten das schon in manchen anderen Talkshows, dass ebenso dieses, dass
die geistige Befriedigung und der Weltrat betont stärker die körperliche Befriedigung. Da hatten wir so einen kleinen Unterschied immer da drin gehabt. Aber Herr Professor Löb, werben Sie noch einmal für Ihre, ich vermute, dass es auf irgendeine Form der Bodensteuerbesteuerung, Bodenwertbesteuerung ja hinauslaufen müsste jetzt. Und wenn Sie eine Präsentation brauchen, können Sie das gerne vorher einrichten. Ich mache das jetzt ohne Präsentation. Ja. Also wie ich gesagt habe, es geht um arbeitslose Einkommen. Wenn ich mir die russischen Oligarchen anschaue, wie sind die reich geworden? Über Öl. Die sind da billig drangekommen und haben damit ein Vermögen gemacht über Korruption. Die chinesischen Oligarchen angekommen, auch über Ressourcen und auch über Immobilien. Und da ging es auch um Immobilienpreissteigerungen. Wie kommt Zuckerberg und so weiter dran? Auch über arbeitslose Einkommen. Die Contents, die werden durch die Gemeinschaft generiert. Er tut nichts dafür, er zahlt nichts dafür. Australien geht ihm jetzt ans Leder, ne? Und er macht damit einen Riesenumsatz. Also das sind diese Sachen, die müssen abgeschöpft werden. Joseph Stiglitz spricht hier vom erweiterten Henry-George-Prinzip. Henry George war natürlich nicht auf digitale Dinge fokussiert. Er selber lebte vor 140 Jahren, sondern er war auf den Boden fokussiert. Aber andere Sachen sind genauso gestreckt wie der Boden. Und er hat gesagt, wenn wir das alles konsequent abschöpfen, dann brauchen wir gar keine anderen Steuern. Und wir können diese ganzen Sachen, die wir gesellschaftlich brauchen, die können wir ganz einfach finanzieren. Die Steuern, die sind im Prinzip ein Mühlstein am Hals. Die reduzieren die wirtschaftliche Tätigkeit und die belasten vor allen Dingen die armen Leute. Jetzt fragen Sie, Herr Wagner, ja, wie setzt man das durch? Ne? Vollkommen zu Recht. Was Sie da machen, ist toll, muss ich sagen. Ne? Also ich kann nur sagen, lass 1000 Blumen blühen. Wir sind über unsere Initiative Grundsteuer zeitgemäß einen anderen Weg gegangen. Der war so ein bisschen pragmatischer. Wir haben versucht, über die gesellschaftliche Sphäre, die zivilgesellschaftliche Sphäre, möglichst viel Verbände einzubinden, die sehr heterogen waren. Das ging von arbeitgebernahen Wirtschaftsforschungsinstitutionen bis hin zu den Gewerkschaften und Naturschutzverbänden. Und alle haben daran etwas gut finden können. Und wir haben versucht, mit denen zusammen Druck auf die Politik zu machen. Und wir waren tatsächlich zumindest in Baden-Württemberg erfolgreich. Und wir haben das Ding zumindest in die Diskussion gebracht und die Finanzminister ein ganz schönes Stück geärgert. Also insoweit, das haben wir geschafft. Das war nicht verkehrt. Ich will jetzt nicht sagen, dieser Ansatz war besser als der Ihre. Ich will nur sagen, wir brauchen da vieles nebeneinander, was alles in dieselbe Richtung geht. Ja, danke. So, ich brauche leider wieder die Präsentation. Es dauert ein paar Sekunden. Sehen Sie jetzt wieder ein Schaubild? Ja. Ja, super, dann kann ich ja loslegen. Für uns vom Weltrat und von den Next Scientists for Future, unsere circa 20 Professoren und Doktoren, ja, da ging es eben um die Frage der psychologischen Motivation der Menschen und der psychobiologischen Geschichte. Ja, das ging ja aus von dieser Geschichte, von der Anekdote vom alten China, dass angeblich mal der Arzt so lange beschenkt worden sein sollte, wie alle im Dorf gesund waren. Wenn auch nur einer krank wurde, bekam er von allen Seiten, weil alle das ja mitbekamen, weniger Geschenke und hatte so nur ein Motiv, präventiv medizinisch dafür zu sorgen, dass möglichst niemand jemals krank wird und wenn doch, dass er so schnell wie möglich gesund wird, ohne sich darum zu kümmern, dass man möglichst viel teure Operationen, Tests, Impfungen, Bestrahlungen, Chemotherapien oder was auch immer verkauft, sozusagen, oder Hüftgelenke oder Kniegelenke verkauft und so weiter. Der Arzt war kein Verkäufer, sondern ein Krankheitsverhinderer und ein Gesundheitsförderer. Und das spricht so eine psychobiologische tiefe Erkenntnis ein, dass Menschen so nicht funktionieren, wie wir uns das vorgestellt haben.
Und diese ganz tiefe Erkenntnis, auf die ich zu sprechen kommen will, ist die Erkenntnis der vorteilbringenden Irrtümer, der parasitären Meme, der Killerviren des Geistes, der korrigierten und komplettierten memetisch-genetischen Evolutionsbiologie, also des neuesten Standes von Naturwissenschaft überhaupt. Hier haben wir den ersten, Sie sehen es hoffentlich, die Maus, ja? Links unten, wir haben den ersten Früharzt und Frühhändler der Evolution und der sagt, toll, dass ihr so glücklich in euren Kommunen lebt, dass ihr euch so naturbelassen ernährt, da habt ihr starke Immunsysteme und braucht mich als Früharzt eigentlich nie. Ich liefere euch nur ein bisschen von den reif geernteten Früchten und Gemüsen und dadurch habt ihr es ein bisschen leichter. Das ist meine einzige Tätigkeit als Frühhändler sozusagen. Jetzt kommt aber nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, kommt es zwangsläufig irgendwann, wann das war, weiß kein Mensch, aber irgendwann kam es zu dem ersten sich irrenden Früharzt und Frühhändler und der sagte, oh, widerlich, ekelhaft, eure bonobo-kommunistische Lebensweise, ekelhaft, widerlich, ja, so viel Körperkontakt, so lange Stillzeiten mit den Kindern, widerlich, hört auf damit, gesund, nein, ihr könnt auch meine denaturierte Billignahrung essen, die ist genauso gesund, krank werdet ihr nur durch winzige Dinge, die wir später Viren, Bakterien und Pilze nennen werden und nur die machen euch krank und dagegen muss ich euch verkaufen, Impfungen, Chemotherapie, Bestrahlung, Operationen und so weiter. Und gerade durch diesen Irrtum wurde dieser Früharzt und Frühhändler erfolgreicher, und das erzähle ich dann in der nächsten Runde, dass er erfolgreicher wurde als dieser und dadurch die Zerstörung unseres Lebensglückes zum Teil unseres Wirtschaftssystems gehört. Und da liegt dann der Satz drin begraben, Geld allein macht nicht glücklich. Ja, Herr Wagner, vielleicht können Sie schon wieder loslegen. Ja, danke schön. Danke schön. Ich greife wieder stark. Also die Theorie von dir, Dylan, ist mir ja sehr bekannt und ich finde das sehr sympathisch, die Entwicklung so zu sehen. Aber ich greife mal wieder zurück, also um für größtmögliche Lösungseffizienz auf das, was der Herr Löhr auch gesagt hat. Und ich will gleich betonen, auch von meiner Seite aus geht es nicht darum, jetzt eine gegenseitig irgendwie beeinträchtigende Konkurrenz zwischen Lösungsansätzen auf den Tisch zu bringen. Ich bin der Ansicht, wir sollten schon jeden Schritt in der Richtung tun und wertschätzen, etwas zu verändern. Auch der kleine Schritt ist nicht nichts. Aber, und ich verbinde das auch gleich an dieser Stelle schon mit einer Lösungseinladung, die man gleichzeitig machen kann, auch mit den anderen Dingen, die man schon tut. Also auch wenn es Ihnen gelungen ist, da einen Wirtschaftsminister eines Landes zu ärgern schon, wir wissen alle, das sind dann so Ärgereffekte, wie dass die Fliege sich zu oft auf die Nase setzt, im Endeffekt wird sie doch weggewischt und die großen wirtschaftlichen Verhältnisse galoppieren in Turbogeschwindigkeit eigentlich in die falsche Richtung weiter. Ich würde deshalb zu etwas einladen, was, wenn ich es richtig sehe, wir doch alle als einen entscheidenden Schlüssel ansehen und was wir alle schon machen könnten, gleichzeitig zu den anderen Lösungsversuchen, um die wir uns bemühen. Wenn wir es nämlich so sehen, dass die Verhältnisse ausreichend durchleuchtet werden müssen, also die Probleme wirklich zur Binsenweisheit für die Bevölkerung werden müssen, um auch genug demokratische Kraft freizusetzen, dass die Veränderung dann durchsetzbar wird. Ich sagte schon, im Moment gibt es keine einzige Plattform in unserer Gesellschaft, die beiden Ansprüche erhebt, alle Argumente auf den Tisch, obwohl es das schöne Ideal gibt, Beutelsbacher Konsens, dass eigentlich alle Argumente so sichtbar werden müssten und wo der Anspruch besteht, wir wollen alle möglichen Fragen durchdenken können, mit Blick darauf, was die Argumentequalität ist, statt Korruptionseinflüssen, statt Verzerrung durch Macht, Geld, Willkür und so weiter. Ich lade Sie herzlich ein. Ich glaube, das geht, ohne dass es eine Beeinträchtigung ist für jedes andere Teilengagement von Veränderung. Ich lade Sie ein, mit uns auf so eine Gesprächsplattform zu kommen, wo wir alle möglichen Fragen so betrachten können. Und ich wüsste da nämlich viel grundlegendere Fragen noch, also die bisher noch nicht angesprochen wurden, für die Schaffung von Lösungseffizienz. Das bringe ich jetzt nur in eine Überschrift für meinen nächsten Beitrag dann.
Wie effektiv sind wir, wenn wir in einer Mafia-Bande hingehen und ab und zu beim Mafia-Boss eine Petition einreichen, er sollte weniger Leute umbringen, wenn er die ganze Zeit aber von uns beauftragt ist, als Mafia-Boss weiterzumachen? Welche Umstellungen müssten wir auch persönlich für uns oder systemische Umstellungen durchführen, damit wir da überhaupt so richtig selbst auch glaubwürdig und überzeugungskräftig mit werden können? Ja, danke schön. Herr Eckenberger, diesmal ein Statement dazu? Nein, danke. Alles klar, dann in der nächsten Runde. Ne, Sie waren ja am Donnerstag ganz aktiv. Vielleicht für Herr Professor Löhr, für Sie zur Information. Am Donnerstag hatten wir ein Mitglied von Wir 2020 EU da, eine Ernährungsberaterin, eine Top-Fragerin, die ganz tolle Fragen auch gestellt hat. Und da war der Herr Eckenberger dann auch sehr aktiv. Aber heute ist es halt so, dass Herr Wagner natürlich schon die Punkte reinbringt. Ja, Herr Professor Löhr, Ihre nächste Runde, wenn Sie mögen, wieder gerne mit einer Präsentation, wie Sie mögen. Ja? Ja, so eine Präsentation. Scheint Herr Eckenberger ja geschafft zu haben. Aber ich finde es gut. Okay, ja, Geld allein macht nicht glücklich, sicherlich nicht. Es gibt ja Glücksforschung, die sagt, ab einem bestimmten Grad nicht mehr. Ne? Bis zu einem gewissen Grad braucht man aber Geld, sonst ist man auch nicht glücklich. Ne? Und was man auf jeden Fall feststellt, ist, dass es eine gewisse Gier gibt. Diese Gier nach Geld und nach Macht, die kann möglicherweise sogar größer werden. Ich kenne da selber Leute, die haben genug Geld. Die könnten von heute auf morgen aufhören, sie tun es aber nicht, weil das für sie etwas Erotisches ist, die Macht und die Sucht nach immer mehr Geld. Da frage ich mich im Übrigen auch, haben wir nicht viel mehr mit den Schimpansen gemein als mit den Bonobos? Aber ich bin da auch nicht bewandert genug, um das wirklich ja, qualifiziert beantworten zu können. Herr Wagner, mit den Mafia, auf der einen Seite ist da etwas dran, wenn man sich sieht, wie unsere Gesellschaft so funktioniert. Ich war ja auch in der Baulandkommission beispielsweise, ne? Und da waren zwei Hände voll Vertreter von der Immobilienwirtschaft. Der Einzige, der dagegen sprach, das waren der Vermieterbund und das war der von den kommunalen Spitzenverbänden. Da waren drei, die haben dagegen gesprochen, aber ein unwahrscheinliches Übergewicht. Ne? Und so läuft das fast in allen Geschichten, wenn da irgendwelche Gesetze gemacht werden. Gut, da kann man jetzt sagen, das ist Mafia, aber es ist in gewisser Weise ein ungeschriebenes Gesetz in der Elite, das, also ein ungeschriebenes Einverständnis. Und ich bin da doch zuversichtlich und da glaube ich, da machen Sie doch einen schönen Job, dass Sie das anfangen, wenngleich mir das so ein bisschen zu sehr Habermas ist. Ne? Also der scheint da so ein klein wenig durch, da mit der gleichgewichtigen Kommunikation und so weiter. Aber trotzdem ist es eine enorm wichtige Geschichte, hier Aufklärung zu betreiben, den Leuten darzustellen, was findet da statt und was für Argumente gibt es, die sich durchsetzen können und die sich nicht durchsetzen können. Und dass man hier auf jeden Fall tätig wird und auch nicht in Konkurrenz zueinander tritt, sondern dass man sagt, okay, Leute, wir gehen das auf verschiedene Weise an, aber wir gehen das zusammen an. Das finde ich sehr wichtig. Und wir können uns ja dann mal darüber unterhalten, wenn es da Möglichkeiten gibt, wo wir uns da zusammentun können. Ich bin da immer offen für so etwas. Ja, danke schön. Sie haben einen Rhythmus von 2 Minuten 25, aber ist ja genau in der Zeit. So, ich muss wieder unsere Präsentation einschalten. So, teilen. Ja, ich werde gleich erläutern, wie wir das machen, dass wir auch gerade, wir waren uns ja einig eben, wenn Menschen zu wenig Geld haben, dann senkt das die Lebensqualität. Und wir haben zwei Wege, eigentlich drei Wege, wie wir die Lebensqualität steigern. Aber erstmal mache ich das hier fertig. Hier dieser Früharzt, der sich geirrt hat und der uns falsch informiert und die Bedeutung unseres Immunsystems unterschätzt und die Bedeutung seiner Medikamente und Impfungen überschätzt, der kann hier ein Kind, drei Enkel, vier Urenkel ernähren. Hier wird er, findet er Schüler, hier wird sogar eine ganze Universität gegründet, die alle auf seinen vorteilbringenden Irrtümern stützt. Und dadurch haben wir quasi eine Welt voll Manipulationen. Wir nennen sie auch parasitäre Meme oder Killerviren des Geistes, die unser Gehirn vergiften.
und uns sozusagen letztendlich in Konsumsüchtige verwandelt haben. Und für Konsumsüchtige ist natürlich die Geldfrage dann die einzig interessierende Frage, weil es ja nur noch um möglichst viele Konsumgüter geht und um nichts anderes mehr. Und da ist es eben so, dass es für uns ja auch so wichtig war, festzustellen, so den Unterschied zwischen Bonobos, hier die Evolution der letzten 13,8 Millionen Jahren und unsere Zukunft, die uns erwartet im Degenerationsprozess, der gerade offensichtlich läuft. Die Schimpansen und die Bonobos, da ist es immer so, wer den Kapitalismus sehr liebt, sieht uns immer als dem Schimpansen eher verwandt. Wer eher sagt, das System ist problematisch und erzeugt eher Unglück in der Menschheit, der sieht dann eher die höhere Verwandtschaft mit den Bonobos, wobei es schon auch Hinweise dafür gibt, dass diese Verwandtschaft faktisch tatsächlich größer ist, denn wenn man Bonobos beobachtet, ihre körperlichen Bewegungsmuster sind viel menschlicher als die der Schimpansen und in vielerlei Hinsicht sind sie dem Menschen viel ähnlicher, besonders von der sozialen Intelligenz her. Aber ich deute jetzt mal nur an, weil die Zeit rast mir schon wieder davon, dass es drei Dinge sind, mit denen wir die Leute reicher machen. Wir über die Verdienstzuschüsse lenken wir die Unternehmen dahin, dass sie Rücksicht nehmen müssen auf die Kunden, die Mitarbeiter und die Anwohner. Wenn sie das nicht tun, gehen sie pleite durch das System der Verdienstzuschüsse. Und das bedeutet, dass sie auch ein Interesse an guten Löhnen für die Arbeitnehmer haben werden, wegen dieser Formel. Leute, die zu wenig Lohn bekommen, werden nicht glücklich genug. Auf der anderen Seite, ich nenne die zwei Faktoren nur, erläutere sie dann nachher. Wir sorgen dafür, dass es mehr hochbezahlte Arbeitsplätze gibt, weil wir wieder sozusagen mehr Kinder im Bereich der potenziellen Arbeitsplätze Schaffer möglich machen. Das war am Mittwoch Thema. Und durch unsere positive Anreizsetzung, erst alles weitere in der nächsten Runde, erzeugen wir ja dieses Wirtschaftswunder von 500 Milliarden Euro jährlich, wo natürlich auch die niedrigeren Einkommen ihren Teil davon abbekommen. Aber das erst in der nächsten Runde. Herr Wagner, Sie wollen doch bestimmt schon auch vielleicht loslegen. Na klar, danke schön. Und ich greife wieder, ich versuche immer so lösungsorientiert wie möglich zu sein. Herr Löhr, wenn ich Sie dann einladen darf, eine Sache, die nicht zu quälerisch ist, man muss nicht gleich wie die Bonobos sein Leben verändern, nicht in eine radikale Aussteigerkommune kommen, wie ich übrigens lebe. Ich lebe völlig ohne Geld und ohne Ausweispapiere und sowas. Ne? Und ich sage, es macht viel glücklicher, als was zu haben. Also die radikale Kehrtwende ist das Beglückendste auf der Welt. Aber das ist nicht meine Einladung jetzt. Meine Einladung ist, kommen Sie mit in die Freie Argumente-Plattform. Dieses Forum, was uns da der Weltrat der Weisen auch im Bekenntnis zur Freien Argumente-Plattform als Experimentalforum zur Verfügung stellt. Und haben Sie den Mut, dass das ein ganz kleiner Keimling ist. Wir können alle möglichen Leute dazu mit einladen, auch viele Professoren und so weiter. Wir fangen aber sehr klein an und es ist eins von mehreren Foren, die auch kaputtgeschossen wurden in den letzten Jahren schon. Es müsste eigentlich die Plattform sein, die für die Gesamtgesellschaft so deutlich sichtbar ist, dass die Korruptionseinflüsse entlarvt werden können. Da sind wir weit von entfernt, aber wenn wir nicht damit anfangen, als ganz kleine Austauschplattform etwas versuchen zu wollen, wo alle Argumente undiskriminiert sichtbar werden können und wo es nach Argumentequalität statt Korruptionseinflüssen gehen soll. Wenn wir den kleinen Keimling gar nicht zulassen oder ihn nicht ein bisschen mitmachen oder mitpäppeln, dann wird er auch nicht größer werden können. Ja, also das ist meine Einladung, dieses Forum da, Weltrettung, ja danke, aber wie? Und gar nicht mal so, dass Sie jetzt in zwei Tagen das ganze Forum durchlesen sollen. Lassen Sie sich von Ihrer Faszination leiten. Also ich bin schon der Ansicht, es kommt darauf an, was macht glücklich, da eben einfach in sich reinzuschauen und auch zu schauen, welche Gedanken
sind faszinierend? Welche Gedanken sind prickelnd? Was zieht mich an, wenn ich meinen inneren Horizont aufklappen will? Was zieht mich an, da mitzudenken und mitzuargumentieren? Ich glaube, dass da nämlich so einige Keimlinge in diesem Forum jetzt auch schon zu finden sind, die prickelnd sind und von daher motivierend sein können. Ja, und danke. Von da aus kann man dann auch weiter nachdenken. Und das habe ich deswegen aufgeschlagen hier, weil auf unserer Homepage Next Scientists for Future findet man hier auf dem dritten Link Live-Ticker-Wahlen den Zugang zu unserem Forum. Einfacher geht's also nicht. Und wenn ich jetzt mal klicke auf letzte Beiträge, dann sehen Sie, dass hier auch die freie Argumentekultur, die ja so ähnlich ist wie unser Konzept der Demokratie pur, finden Sie hier eine muntere Diskussion, allerdings im kleinen Bereich. Sie hat nur den riesigen Vorteil, überall sonst, wo diskutiert wird, wird zensiert und wird weggefiltert. Und hier wird eben nicht zensiert, außer Beleidigungen oder Diffamierungen, die werden rausgelöscht, aber der Inhalt bleibt stehen, sodass hier wirklich das Prinzip, dass alle Argumente auf den Tisch müssen, dass auch wir, wenn wir Parteien beraten, nicht die einzigen Berater sein wollen, sondern dass andere, noch 3, 4, 5, 6, 7 andere Experten gehört werden sollen und müssen, damit denn nur aus dem Kennenlernen verschiedener Perspektiven entsteht eine Lösung. Ja, also von daher, hier ist also dann dieses Forum, das ist ein ganz einfaches Forum, funktioniert aber unheimlich gut irgendwie. Und jetzt mache ich die Präsentation wieder weg. Und Herr Eckenberger, wollen Sie diesmal, ist Ihnen irgendeine Idee gekommen? Na, also so gesehen möchte ich den Herrn Löhr auch einladen. Das Forum ist tatsächlich interessant. Wenn ich habe gehört, es sei nicht so sicher, aber ich würde sagen, es lohnt sich trotzdem. Und ja, also ich finde das ja das Spannendste überhaupt, die freien Argumente tanzen zu lassen. Ja, und das sehr nett, Sie wiederzusehen. Sie erinnern mich an einen Nachbarn von mir. Das habe ich erst sehr spät festgestellt, aber große Sympathie. Ja, also vielleicht, um das nochmal zu sagen mit der Sicherheit, also das ist halt der frühere, der heutige Standard heißt ja HTTPS und das ist noch der alte Standard. Dafür ist es kostenlos und es funktioniert wie geschnitten Brot und ist völlig kostenlos und so weiter und unkompliziert. Und dieses, dass es nur HTTP hat, ich hoffe, dass uns da niemand was tut. Bis jetzt habe ich noch nichts feststellen können. Also ich bin und da ich nicht... Ich werf mal nur ein, auch wenn es nur das Sprungbrett ist. Wir können uns ja beliebig irgendwohin weiterentwickeln, aber fangen wir mit dem Anfangssprungbrett nicht an, springt man auch nicht weiter. Nirgendwo. Ja. So, dann ist jetzt, glaube ich, wieder, wenn ich richtig erinnere, Herr Professor Löhr wieder dran mit seiner Zeit. Ja, ich gucke gerne mal rein und lasse das auf mich wirken. Allerdings habe ich im Augenblick auch wirklich eine sehr, das ist jetzt kein Abwimmer, da habe ich eine sehr begrenzte Zeit. Bei mir sieht es, ich habe 4 Projekte nebeneinander und ich weiß gerade nicht, wie es stemmen soll. Aber ich schaue auf jeden Fall rein. Dümmer wird man auf keinen Fall. Aber zu irgendwie etwas verpflichten oder so tue ich mich an dieser Stelle nicht. Ich möchte erst mal wissen, um was es da geht. Ne? Aber das verstehen Sie sicher. Die Sache, die Sie, Herr Dillmann, gerade ansprachen, Verdienstzuschuss, Rücksichtnahme und so weiter, höre ich den Nachtigall da richtig trapsen? War da der Herr Völber irgendwie Ideengeber mit der Gemeinwohlökonomie? Umgedreht, wenn, dann hat der Herr Völber uns beklaut, denn wir sind seit 52 Jahren an gemeinwohlorientierten Wirtschafts- und Gesellschaftsformen dran, kritisieren Völber scharf als junge Schwester von uns, die so naiv und auch sehr marxistisch sozusagen da rangegangen ist. Also, aber wir sind schon, bei uns geht es schon um eine gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, richtig? Ja, ich meine, da müsste man sich jetzt über die Details unterhalten. Also ich bin ja auch mit der Gemeinwohlökonomie in Kontakt. Ich muss sagen, dass die so offen waren, sehr positiv, sehr offen waren, mich als einen ihrer Kritiker in ihren wissenschaftlichen Beirat dazu berufen. Ne, das hätten andere nicht gemacht, weil sie gesagt haben, okay, wir müssen uns auch austauschen. Also einige Sachen sehe ich da nämlich ganz anders. Ich gehöre da auch eher denjenigen an, die Schimpansentheorie folgen, obwohl ich kein Freund des Kapitalismus bin, wobei ich mir die Frage stelle, ob Kapitalismus überhaupt das richtige Wort ist. Ne? Aber das ist eine intensive Auseinandersetzung, die kann man schlecht in diesem Format hier führen.
Mir geht es darum, dass man auch versucht, diesen Gedanken der unsichtbaren Hand nicht überall kaputt zu schlagen. Es gibt für den Markt durchaus Bereiche, wo er sehr sinnvoll wirken kann. Es gibt bestimmte Bereiche, wo er überhaupt nicht sinnvoll wirken kann. Da denke ich zum Beispiel an Pflege, Gesundheit und so weiter, aber auch an den Boden, weil da einfach ganz unterschiedliche Gesetze. Und da muss man eben differenziert rangehen und sich das eben differenziert angucken und ich würde auch sagen, ideologiefrei. Ja, dann gehe ich jetzt mal darauf ein in meinem Beitrag. Ich glaube, ich mache es jetzt auch mal ohne Präsentation. Also, erst einmal für uns, der Weltrat hat eine ganz klare Stellung. Wir beziehen uns ja auch sehr stark auf Professor Hans-Werner Sinn oder auf die Wirtschaftsweisen, Professor Achim Truger. Aber eben auch auf, aber wir beziehen uns eben nicht auf Christian Felber, sondern wahrscheinlich eher auf uns, ohne uns vielleicht gekannt zu haben. Das weiß man nicht, ob er unsere auch Bücher gekannt hat, bevor er veröffentlicht hat, keine Ahnung. Noch einmal. Über die Verdienstzuschüsse, es ist tatsächlich so, dass wir quasi jeden Konzern, nicht nur die Nahrungskonzerne und nicht nur die ärztlichen Praxen als Betriebe in das Gesundheitswesen reinziehen, sondern jeden Konzern. Ja, das heißt, wir machen tatsächlich jeden Konzern dafür zuständig, dass er Verdienstzuschüsse nur kriegt in der Höhe dessen, ob es ihm gelungen ist als Konzern, die Wohlfühlstimmen als neue Wahlstimmen, Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten seiner Mitarbeiter zu verbessern, seiner Kunden und seiner Anwohner zu verbessern. Wer das am besten verbessert, indem er zum Beispiel die Abgase seiner Firma ungiftiger macht, der kriegt die höchsten Verdienstzuschüsse und landet in den Ranglisten sozusagen ganz oben in den öffentlichen Ranglisten. Und das bedeutet in der Summe, dass natürlich dann, wenn ich jetzt neue Filteranlagen einbauen muss als Unternehmer, sind das Kosten. Jetzt darf ich aber das nicht tun, weil ich ja die Wettbewerbssituation verglichen zum Weltmarkt dieses Unternehmen ja nicht schwächen darf, aus betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlicher Perspektive heraus. Also muss ich den Leuten, dem Unternehmen auch wieder Geld, mehr Geld geben. Und die Verdienstzuschüsse müssen so hoch sein, dass sie quasi letztendlich die Mehrkosten für die Abgasanlage ausgleichen können. Aber woher hole ich das Geld? Das Geld hole ich aus den geringeren Krankheits- und Krankheitsbehandlungskosten. Also wir wollen quasi die gesamte Gesundheitsindustrie, die ja nur ein Kostenfaktor ist und nur ein Mühlstein am Hals der gesamten Wirtschaft ist und sonst nichts. Viele denken immer, da sind doch Arbeitsplätze. Das ist völliger Quatsch. Wir bräuchten die klugen Köpfe, die im Moment in ärztlicher Tätigkeit gebunden sind. Die bräuchten wir händeringend in der Wirtschaft, sei es in den Innovationsabteilungen der Medizintechnikindustrie oder in anderen Abteilungen. Auf jeden Fall werden kluge Köpfe überall gebraucht. Wir wollen das Gesundheitswesen auf ein Zehntel, auf ein Zwanzigstel seiner bisherigen Größe schrumpfen und all die dort frei werdenden 300, 200 Milliarden pro Jahr, 200 Milliarden pro Jahr sind ein Teil dieser 500 Milliarden Euro pro Jahr, die wir einsparen wollen, auch in den anderen Systemen dann noch zusammengenommen. Und diese Gelder ermöglichen uns diese immer hohen Verdienstzuschüsse, aufgrund derer wir sozusagen den Verlust durch die neue Abgasanlage sozusagen durch entsprechend höhere Verdienstzuschüsse ausgleichen. Und so machen wir das mit allen Unternehmen Deutschlands, sodass sie nicht ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren, sondern eher am Ende eine größere Wettbewerbsfähigkeit haben, weil wir insgesamt so sehr aufblühen werden, dass sogar die deutschen Unternehmen besser dastehen werden auf dem Weltmarkt als vorher. Ja, das ist aber jetzt nur ein Weg. Ich meine, Zeit ist schon wieder um. Und deswegen, Herr Wagner, Sie sind dran. Und
Und ich mache die anderen Punkte nachher, nämlich wie wir Reichtum erzeugen bei gleichzeitig mehr Gesundheit, Langlebigkeit und Lebensglück und Lebensfreude und Lebenslust. Herr Wagner, Sie sind dran. Ja, danke schön. Und wieder versuche ich zu erspüren, wo die Lösungseffizienz verstärkt werden kann, so gut wie es irgendwie geht. Und ich habe das gehört, Herr Löhr, dass Sie da eine Grundbereitschaft haben, mal ins Forum reinzuschauen und zu gucken. Natürlich, wir haben alle viel Beschäftigung auch. Und dann könnte es jetzt natürlich sein, dass das gegenüber dem anderen ja nicht so richtig so reinkommt, dass man den Eindruck nicht klar und deutlich genug bekommt, wieso kann das bereichernder sein, im Forum mitzumachen, als an irgendeiner anderen Stelle was zu tun. Da habe ich jetzt überlegt wieder, wie kann ich da den positiven Anreiz verstärken, also das Leckerli noch ein bisschen größer machen. Und ich werde dann heute Abend noch im Forum ein Thema eröffnen, Einladung an Herrn Professor Löhr und gerne alle möglichen anderen Professoren, und werde einige Punkte aus unserem Gespräch hier aufgreifen, um zu sagen, lohnt es sich nicht, da weiterzudenken, gemeinsam weiterzudenken, und ist das nicht absolut vielleicht in anonymisierter Form? Also man muss immer so vorgehen, dass man sagt, ich anonymisiere die Leute immer, weil ja nicht jeder möchte genannt werden in dem Forum oder so. Einfach anonymisiert eine anonyme Einladung. Können wir gerne machen, also ich bin zu allem bereit. Also ich meine, das hängt davon ab, was der Herr Löhr natürlich auch will. Also ich bin ein absoluter Gegner dieser ganzen Anonymisiererei. Ich stehe seit 30 Jahren mit meinem Gesicht und meiner ganzen Person für das, was ich tue. Also ich weiß nicht, ob der Herr Löhr was über mich weiß, aber kann man auch öff einfach googeln. Also seit 30 Jahren Systemaussteiger, dadurch... Vielleicht für den Herrn Professor Löhr eine interessante Information. Er war schon bei Maischberger, wo wir alle noch hinwollen, wo unsere Professoren hinwollen, aber wir nicht eingeladen werden. Aber Herr Wagner wurde eingeladen. Ja, also nicht nur da. Sie haben mich rumgereicht, Stefan Raab, alles. Die Unterhaltungssendung so und Wissenschaftssendung, Arte hat was gebracht und CNN aus Amerika, weltweit auch Fernsehsendung. Aber das ist alles, also ich habe mich da nie beworben. Also das kam alles von alleine. Mir geht es darum, rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass du gefragt wirst. Also ich habe so Dinge gemacht, einfach wie dann zu zeigen, ich kann mich frei machen von diesem System, ich brauche keine falschen Herrscher und Bosse, ich kann von der Wiese leben, ich kann auch mit einer Frau und Baby im Winter in ein Naturschutzgebiet gehen und meine Jurte bauen, und da kann die Fernsehkamera drauf scheinen, dann kann ich trotzdem zeigen, was alles geht. Aber das ist der Hintergrund, Sie wissen vielleicht auch, oder sonst sage ich es Ihnen jetzt, ich bin der weitere Koordinator des Widerstandszeltcamps in Berlin für die Großveranstaltung da gegen die Corona-Maßnahmen, was die Querdenker angefangen haben und aufgegeben haben, weil sie zu wenig starke Orga-Leute gefunden haben und zu viel belastende Chaoten. Das versuche ich da fortzusetzen, weil ich glaube, der Robert F. Kennedy hatte recht. Wieder einmal scheint die entscheidende Front gegen den Totalitarismus in der Welt da in Berlin zu verlaufen. Und die, die sich da jetzt ganz gerade und klar noch querstellen, sind vielleicht die letzte Bastion zwischen denen, die diese Willkürdiktatur wollen, und unseren Kindern. Also das mache ich alles. Und Sie können mir gleich sagen im nächsten Beitrag, ob Sie es anonymisiert haben wollen oder nicht. Aber ich lade Sie dann persönlich da ein. Ich spreche Sie an, spreche ein paar Inhalte hier aus unserem Gespräch an und versuche damit deutlich zu machen, dass wir da unbedingt zentrale Knoten herauskristallisieren müssen und versuchen müssen, sie auch zu lösen. Ja, Herr Eckenberger, diesmal wieder ein Statement. Und eine Frage, denken Sie immer dran, dass Sie mal so Fragen mit dem Hinblick auf ein mögliches Parteiprogramm, Punkte sozusagen, denn ja. Ja, gute Idee eigentlich. Also so gesehen fällt es mir immer schwer, wenn Sie mir so Fragen vorschlagen. Das hat mich, glaube ich, auch davon abgebracht, jetzt selber zu fragen. Jetzt ist mir eingefallen, was mich halt eigentlich wirklich interessiert, ist, wie so die Wissenschaft, also wie der Weltrat aufgebaut ist. Und wenn ich mir das so, also ich reime es mir so zusammen, dass da das ja noch nie in der Realität getestet wurde, Ihre Theorien. Und ich habe auch gelesen, dass nur der Weltrat die begonnenen Theorien auch dann an allen, ja halt überall die Weichen stellen kann, dass alles zusammengeht. Da würde mich interessieren, wie, wenn Sie jetzt sogar sagen, seit 52 Jahren, also ich nehme an, es sind 24 kluge Köpfe, die sich über die Zeit gefunden haben, interdisziplinär Kenntnisse ausgetauscht haben.
Ja, das würde mich interessieren, wie Sie sich das vorstellen. Also ich habe verstanden, der erste Schritt ist eben, über die Hausarztkommunen Geld einzusparen und das in alle anderen Problembereiche so zu investieren, dass die Herrschenden dort nichts verlieren, aber insgesamt alle profitieren und langfristig ist dann Geld gar nicht mehr der Glücksfaktor, sondern einfach nur diese neue menschlichere Gesellschaft. Aber ich frage mich, wie Sie Ihre Theorien glauben, umsetzen zu können, wo Sie da, also wenn ich so blöd fragen darf, halt, wo Sie vom Träumen, wie Sie selber untereinander diskutieren, was Sie für Erkenntnisse glaubt haben zu kriegen an den jeweiligen Detailstellen. Dankeschön. Ja, das werde ich, habe ich mir notiert, nämlich Thema werde ich dann darauf eingehen, aber wir bleiben in der Reihenfolge, sodass erst Professor Löhr wieder dran ist. Und ich da. Zunächst noch für den Wagner, also mir wäre es zunächst schon mal lieb, wenn das anonymisiert stattfinden würde, weil ich Sie einfach noch nicht kenne. Und ich erstmal wissen möchte, mit wem ich da überhaupt intensive, mit wem ich da überhaupt spreche. Und dann kann man über mehr reden, aber im Augenblick so noch nicht. Was Sie, Herr Dillon, vorhin sagten mit den Mitarbeitern, Kunden und den beispielsweise der Nachbarschaft, Umwelt Anwohnern, und so ja. weiter, ja, das ist ungefähr das, was ja auch die Gemeinwohlökonomie will. Ne? Die macht da eine Gemeinwohlbilanz und dann sieht sie, wenn das eben sehr positiv war, dann werden eben Zuschüsse gegeben. Ne? Und an der Stelle kommen wir nicht zueinander, weil ich habe gesagt, das ist immer, also A, wird das die Stunde der Heuchelei. Da sind wir auch nicht weit von dem weg, was die Chinesen da jetzt betreiben mit dem Social Credit System. Und wir haben auch möglicherweise hier überhaupt kein effizientes System aus vielerlei Gründen. Einmal, weil diese Zuschüsse in der Regel ganz woanders landen als beim Destinatär. Also da steigen dann beispielsweise, wenn sie Zuschüsse geben für Solaranlagen, steigen die Bodenwerte oder für Windkraftanlagen, dann fährt der Bauer eben Ferrari. Das hat man jetzt versucht, dann eben aus dem Weg zu bringen durch Ausschreibungsverfahren und so weiter. Aber solche Sachen, die muss man eben sich genau anschauen. Außerdem bin ich der Meinung, man muss sehr stark unterscheiden. Einmal zwischen dem, mache ich etwas Gutes, also positive externe Effekte für andere Leute, oder schädige ich sie? Und bekomme ich dann das Geld dafür, dass ich die Schädigung unterlasse? Oder bekomme ich das Geld dafür, dass ich etwas Gutes tue? Es ist für mich ein Unding, wenn ich, damit ich jemanden nicht schädige, Geld dafür bekomme. Das ist Mafia, das darf nicht sein. Sondern wenn ich jemanden schädige, dann muss ich auch dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und da bin ich auch ein klarer Verfechter herkömmlicher marktwirtschaftlicher Mechanismen, wie beispielsweise Umweltsteuern oder auch im gewissen Rahmen auch beispielsweise handelbare Zertifikate. Die sind da meines Erachtens, wenn man das richtig macht, dann wirkt das. Ja, vielen Dank. So, dann gehe ich mal drauf ein. Ich beginne mit dem Letzten. Gutes Tun ist durch positive Anreize zu vermehren und schlechtes Tun seltener zu machen, ist ja das Anliegen von unseren positiven Anreizen, und da sind Verdienstzuschüsse nur ein Teil davon. Aber wir sind halt der Meinung, dass all die Steuerlösungen nicht funktionieren, weil eben die Verdienstzuschüsse kommen nämlich genau dort an, wo sie ankommen müssen. Beispiel, Supermarktleiter, Marktleiter, Restaurantleiter und Kioskleiter. Ja? Die Person, die diesen Verdienstzuschuss bekommt, ist der Marktleiter, der zum Beispiel eine Ernährungsberaterin angestellt hat in seinem Markt, eine Gesundheitslandschaft, Verführungslandschaft gemacht hat mit herrlichem Obst und Gemüse, das mittlerweile dann, weil er seine Zulieferer unter Druck gesetzt hat, mit entgifteten Böden, absolut giftstofffrei, Ursortenrückzüchtung, naturbelassen, permakulturmäßig, also
absolut ja, auf eine Maximierung von Gesundheitsförderlichkeit hin ausgerichtet ist. Und genau der kriegt den Verdienstzuschuss. Dadurch kann er die Preise auch für diese hohe, super hohe Bioqualität senken, und zwar unter den Preis der früheren konventionellen Produkte, weil er über die Verdienstzuschüsse quasi an den eingesparten Gesundheitskosten beteiligt wird. Ja? Das ist der erste Aspekt. Und deswegen sind die Verdienstzuschüsse, werden punktgenau gesetzt. Das ist ja gerade unsere Kunst, weswegen wir diese 52 Jahre Wissenschaftserfahrung brauchen, um das gekonnt zu setzen. Wenn man das nicht gekonnt gesetzt, wie die Gemeinwohlökonomie, die auch wackelige Daten hat, nämlich Schätzwerte von Wirtschaftsprüfern für Gemeinwohlbilanzen, die auf subjektiven Schätzwerten beruhen. Bei uns gibt es knallharte Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, bis auf drei Stellen hinterm Komma genau und so weiter. Und die werden vom Bundeswahlleiter in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt in absolut sicherer Weise ausgewertet, noch genauer als Wahlstimmen. Und da, weil es da natürlich auch um Milliardenbeträge an Verdienstzuschüssen geht. Und unser Anliegen ist sozusagen, Herr Eckenberger, Antwort auf Sie: Wir machen das natürlich in allen Bereichen der Gesellschaft, das Gleiche, was wir im Gesundheitswesen machen. Zum Beispiel, wir müssen verstehen, was die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspartler sind. Die zum Beispiel sagen uns, Mindestlöhne seien und Tariflöhne seien eine soziale Politikform. Warum sagen die uns das? Warum haben die diesen Irrtum in unsere Köpfe hineingepflanzt? Weil in dem Moment, wo alle Menschen glauben, dass Mindestlöhne und Tariflöhne zur sozialen Politik gehören würden, dann trifft nämlich das zu, was Professor Hans-Werner Sinn zu Recht gesagt hat. Mindestlöhne garantieren Massen an Arbeitslosen, weil sie quasi Leute von der Arbeit ausschließen, nämlich die Niedrigqualifizierten. Und genau dasselbe machen Tariflöhne. Und also, wir müssen also die vorteilbringenden Irrtümer abbauen im Sozialbereich, indem jeder Sozialspartler und jeder Arbeitsamtmitarbeiter nur noch dann hohe Gehälter kriegt und Verdienstzuschüsse bekommt für jeden, der in Arbeit untergebracht ist, und nicht für eine wachsende Armee von Dauerarbeitslosen, die durch Mindestlöhne und Tariflöhne erzeugt wird, weil nämlich alle Niedrigqualifizierten dann keinen Job mehr finden. Weiter in der nächsten Runde. Ich bin nämlich schon wieder am Ende meiner Zeit. Ich hätte noch so viel zu sagen, aber nächste Runde. Herr Wagner, Sie sind dran. Ja, danke schön, danke schön. Also ich mache immer Pünktchen für Pünktchen, baue ich so zusammen, was wir so zusammenkriegen, auch Richtung einer, aus meiner Sicht, einer an der Wurzel ansetzenden Lösungsstrategie. Also dann schreibe ich heute da anonymisiert diese Einladung, und ich werde den Fokus auf das Spannendste richten. Nämlich, ich glaube, dass der Vergleich mit der Mafia-Bande, in der wir sind, und wo wir versuchen, jetzt den Mafia-Boss so ein bisschen zu ärgern, zu läutern, wie auch immer, indem wir Petitionen einreichen, auch mit anderen, die wir da vielleicht dazu gewinnen, dass er ein paar mehr weniger Leute killt oder dass er die Beute gerechter verteilt oder wie auch immer. Ich glaube, dass wir trotzdem nicht zu einer wirklich nachhaltigen oder an die Wurzel gehenden Lösung kommen, solange es Mafia-Bande bleibt. Und deshalb müssten wir zumindest die Frage dann wirklich uns auch stellen, wenn wir da den Horizont öffnen wollen, ganzheitlich werden wollen, ganzheitlich nachhaltig: Was gibt es denn, falls das stimmt mit der Mafia-Bande, an Lösungsstrategien für diesen großen Zusammenhang, diese Grundstruktur und diese vergiftende Grundstruktur? Und dass das so ist mit der Mafia-Bande, also da kann ich jetzt ein paar Stichworte nochmal so nennen, bis meine Zeit abgelaufen ist. Vielleicht nur ganz kurz die Ergänzung. Ich habe vor 40 Jahren schon den Begriff geprägt, Räuberbandenstaat ist unser jetziges System. Schöne Bezeichnung, genau. Und Herr Löhr, Sie können mal kurz überlegen, ob Sie den Begriff Post-Conventional Level schon mal in Ihrem Leben gehört haben. Sie können ja vielleicht mal nicken oder mit dem Kopf schütteln. Post-Conventional Level. Okay. Post-Conventional Level ist in der Wissenschaft, in der Entwicklungspsychologie, die Definition menschlicher Persönlichkeits- und Verantwortungsreife. Und dieser Grundbegriff, was heißt eigentlich ein verantwortlicher Mensch zu sein,
wird uns systematisch tabuisiert und vorenthalten in diesem gesellschaftlichen Bildungssystem oder überhaupt in diesem Apparat. Ich glaube, ein deutlicherer Hinweis darauf, dass Menschen da um ihre wesentliche Orientierungsfähigkeit gebracht werden, um für andere Zwecke hindressiert werden zu können, kann eigentlich kaum gegeben werden, als das Vorenthalten solcher eindeutigen wissenschaftlichen Kenntnisse, die eine Lösung sein könnten. Und ich habe mit dem Herrn Felber, wo wir bei der Gemeinwohlökonomie waren, auch an einem meiner Infostände mal diskutiert. Und ich habe ihm die Frage gestellt, Herr Felber, wenn ein Mensch diese Verantwortungsreife übernehmen würde, also er nimmt sein Steuerruder fürs Leben in die Hand und sagt, ich renne nicht irgendwo blind hinterher, sondern ich bedenke meine Folgen, auch aufs Ganze, ich beachte Menschenrechte und sowas. Darf so ein Mensch, der sein Steuerruder selbst in die Hand nimmt, darf er sich noch beherrschen lassen von Menschen, die ihn vorher nicht richtig gefragt haben und die ihn nicht mit aufs Ganze schauenden Verantwortungsgründen überzeugt haben? Antwort von Herrn Felber aber auch nein. Aber diese Dinge, die müssten wir wirklich mal gründlich diskutieren, um das ganze Korruptionssystem zu durchschauen und zu schauen, wo wir da ganz tief an den Wurzeln die Hebel für eine Lösung ansetzen müssten. Ich Herr gehe weiter, danke. Ich ja, dann Herr Löhr, Herr Professor Löhr, Sie sind dran. Ja. Also das Wort von der Mafia-Bande, das gefällt mir nicht so gut. Aus mehreren Gründen. Also einmal personalisiert es. Ich glaube, wir haben ein Systemproblem und kein Problem der Persönlichkeit. Also mir selber ist aufgefallen, dass ich beispielsweise, ich bin sehr stark im Clinch gewesen und immer noch im Clinch mit Leuten von der Immobilienwirtschaft. Aber ich würde den Teufel tun, zu sagen, das wären schlechte Menschen und so weiter. Ich kann sogar ein Bier mit denen trinken. Die sind schlicht und ergreifend in ihrem Rat drin. Sie spielen ihre Rolle und bestimmte Verbände und so weiter haben halt eine sehr große Macht. Außerdem entfaltet die Politik häufig eine eigene Logik, eine eigene politische Logik, die nicht unbedingt immer identisch ist mit der Sachlogik, die auch Naturwissenschaftler und so weiter dann propagieren würden. Also von daher zu sagen, das ist alles korrupt und so weiter, das ist mir ein Stück zu einfach. Also wir müssen da an den Strukturen etwas ändern. Es gibt auch weiße Korruption, wenn beispielsweise Bundestagsabgeordnete da irgendwelche Beiräte haben und da Geld bekommen und so weiter. Vollkommen klar, die Rolle der Parteien kann überhaupt in Frage gestellt werden. Auch vollkommen klar. Aber mir geht das ein Stück zu weit in die Personalisierung rein. Ne? Also das wäre die Kritik, die ich hier hätte. Die andere Sache, vielleicht auch Herr Dille, mit den Mindestlöhnen, Sie beziehen sich auf Herrn Sinn. Herr Sinn ist ja auch ein ausgewiesener Neoklassiker und da gibt es auch sehr unterschiedliche Auffassungen. Meine Auffassung ist, man kann über das sprechen, was der Herr Sinn sagt, aber meine Auffassung ist vor allen Dingen, dass die Abgabenbelastung gerade der Geringqualifizierten viel zu hoch ist in Deutschland und gerade die Geringqualifizierten durch die hohe Abgabenbelastung einen enormen Wettbewerbsnachteil erleiden, was die ganze Problematik wesentlich verschärft. Und wenn wir Investitionen bestrafen, da wäre ich wahrscheinlich wieder bei Herrn Sinn, auch steuerlich bestrafen, und keine Nachfrage nach Arbeitskräften entsteht, wenn wir dadurch die Rationalisierung vorantreiben, dann sind die Ersten, die Stock springen müssen, sind eben die geringqualifizierten Arbeitnehmer. Also da müsste man meines Erachtens ansetzen. Mindestlöhne, da kann man lange drüber diskutieren, sind, glaube ich, nicht das zentrale Problem an sich. Ja. Dankeschön. Jetzt brauche ich eine Präsentation wieder. Es müsste jetzt was erscheinen gleich, was so... Kooperativer ja. Anteil, ja, ist das erschienen? Ja. So, dann will ich das mal deutlich machen, worum es da geht. Ich stimme Ihnen völlig zu, Herr Professor Lehr, das ist unser Konzept des Räuberbandenstaates hatte nichts mit bösen Menschen zu tun, sondern mit dem Ergebnis des Handelns, und zwar stelle ich das mal dar, also uns ist es zu personalisiert, wie Sie richtig sagen, wenn zum Beispiel die Verschwörungstheoretiker bei jeder Sache kriminelle Lügen und kriminelle Lügner unterstellen
ohne dafür Beweise zu haben, also im Sinne einer beweislosen Verdächtigung oder einer Vorverurteilung. Das ist uns auch viel zu personalisiert als Naturwissenschaftler. Das heißt aber, wir dürfen trotzdem nicht die Augen verschließen davor, dass es den antikooperativen Anteil gibt in allen Bereichen der Gesellschaft, in allen Sparten, wie wir sie nennen. Und zwar, da ist noch irgendwo ein Mikro an, da der kooperative Anteil, der ist ja unbestritten. Es gibt ja auch immerhin sorgt der Supermarkt mit all seinen ungesunden Zuckerwaren dafür, dass ich nicht verhungere. Das ist der kooperative Anteil. Aber der antikooperative Anteil kann eben auch auf Irrtümern beruhen, den sogenannten VIs, den vorteilbringenden Irrtümern, oder die dann in unseren Köpfen zu parasitären Memen werden, als manipulierte sozusagen. Und das führt eben dazu, dass derjenige dann wirklich glaubt, dass Zucker ein hochwertiges Lebensmittel sei, obwohl die Daten eindeutig dafür sprechen, dass es eher ein giftiges Lebensmittel ist und krankheitsverursachend wirkt. Und diese vorteilbringenden Irrtümer sind unser Problem, dass Leute also in bester Absicht Schaden anrichten, sozusagen, ohne Personalisierung. Und jetzt, ich fasse mal zusammen. Also ich sehe bei dem Problem der Besteuerung von Bodenwerten, was ich vermute, was ja Ihr Konzept ist, das Problem, dass die von Professor Sinn benannte Abwanderungsgefahr dabei unterschätzt wird. Wir versuchen auf drei Wegen die Einkommen der Gesellschaft, auch gerade der sogenannten weniger reichen oder der ärmeren Teile der Gesellschaft, durch drei Wege anzuheben. Das werde ich in der nächsten Runde erzählen, wie wir es schaffen, dass mehr hochbezahlte Arbeitsplätze geschaffen werden, indem mehr Menschen geboren werden, die hochbezahlte Arbeitsplätze überhaupt schaffen können. Das kommt in der nächsten Runde. Kann ich jetzt nicht mehr ausführen. Dann habe ich aber schon angedeutet, dass wir über unsere positiven Anreize und Verdienstzuschüsse in allen Sparten der Gesellschaft jährlich 500 Milliarden Wirtschaftswunder erzielen wollen, von dem ja nur ein Teil als Verdienstzuschüsse direkt bei der Wirtschaft landet, als Ausgleich, sondern auch ein Teil übrig bleibt, der natürlich die Einkommen der Ärmeren erheben wird. Und das alles ohne die Gefahr mit sich zu tragen, dass die Abwanderungsgefahr, die Herr Professor Sinn als sehr hoch einschätzt, größer wird sozusagen. Und Herr dann, Dillon, diese Zahl, die Sie nennen, was ist denn sonst die Zahl, wenn Sie 500 Milliarden nennen? Also was wird sonst erwirtschaftet? Was wäre das Plus oder so? Na, das ist die 500 Milliarden sind natürlich nur ein Schätzwert aus der Summe, wenn Sie das innere Sicherheitssystem umbauen, die Sozialsysteme umbauen, wenn Sie das Arbeitsamt umbauen, wenn Sie alle Systeme umbauen und dafür sorgen, dass niemand mehr sich bereichern kann an noch mehr Menschen, die in Not sind, sondern nur noch, dass die Menschen aus der Not und aus der Krankheit herausbringen belohnt wird, dann sparen Sie in der Summe, wenn Sie das in jedem Winkel der Gesellschaft machen, circa bis zu 500 Milliarden jährlich. Und die erhöhen natürlich dann die Einkommen der Ärmeren, ja? Weil das gesamte Lohnniveau ansteigen wird in Deutschland. Und dann eben haben wir ja die Verdienstzuschüsse, die wir genannt haben, als direkte positive Anreize. Also wir haben mehrere Wege, Menschen reicher zu machen, ohne die von Professor Sinn beschworene Abwanderungsgefahr zu erhöhen. Das ist ja unser Ansatz. Ja, Herr Wagner, Ihr nächstes Statement plus Frage. Ja, danke schön. Ich greife wieder auf. Also die Mafia beschreibt keine einzelne Person. Das ist nicht der Name wie Pate Don Pesco oder wie auch immer, sondern die Mafia bezeichnet ein soziales Muster. Ein soziales Organisations- und Hierarchiemuster. Und übrigens, ich habe mit Mafia-Bossen über ihr soziales Hierarchiemuster gesprochen. Die sagen ja nicht, sie sind Verbrecher, sondern die Mafia-Bosse sagen, warum soll eine abstrakte Gesellschaft, die mit Wahlen und Strukturen, die anonym sind, wo die Menschen sich nicht kennen oder sonst was,
Warum soll die bessere soziale Effekte erzeugen als unser Bauen auf traditionelle Familienzusammenhänge und familiäre Autoritäten? Also ist beispielsweise eine Rechtfertigungsstruktur, warum die Familienehre und solche familiären Zusammenhangsstrukturen besser wären als die zerrissene, anonymisierte Individualgesellschaft des Westens. Also ich rede nicht davon, also der Punkt wäre nicht, dass es nicht um soziale Strukturen geht und es geht auch nicht darum, Leute, und ich sage, was der entscheidende Punkt ist, wendet man sich gegen Leute überhaupt? Weil ich glaube, wir kommen ja gar nicht drum rum, auch die Frage zu stellen, geschieht da etwas Kriminelles oder geschehen da Schäden? Werden Leute ausgebeutet? Hängen damit Morde zusammen? Wie viele Selbstmorde von den Armen werden provoziert durch diese wirtschaftlichen Ungleichheiten und Ähnliches? Also wir haben keinen Vorteil, wenn wir diese Dimensionen des Geschehens nicht mit in unseren Blick kommen lassen. Die Frage ist die, erzeugen wir ein moralisch abwertendes Gegeneinander zu den Menschen, über die wir sprechen, auch wenn wir da so etwas beschreiben? Und da kann ich sagen, ich lebe seit 30 Jahren eben so, dass ich sage, alle Menschen sind mir Brüder und Schwestern, auch die, die am meisten zu den verlorenen Söhnen werden. Ich habe mein Leben ohne abgeschlossene Türen schon geteilt mit Schwerkriminellen, die andere ermordet haben, mit dem Schwert von der Wand, der Pistole und sonst was. Mit Drogenabhängigen, einer hat seine Oma umgebracht, um die letzten Groschen aus dem Portemonnaie zu nehmen und sich davon die nächste Droge kaufen zu können. Und ich habe mich ihnen ohne abgeschlossene Türen so als Bruder zugewendet, um mit ihnen gemeinsam Auswege zu suchen. Das heißt, es geht nicht um so ein Gegeneinander. So könnte ich auch den Reichen und den Mächtigen begegnen. Aber über ihre Widersprüchlichkeiten, über das, was sie selbst sonst nach ihren Strafgesetzen als kriminelles Handeln einstufen würden, zum Beispiel Menschen in den Tod zu treiben, aus niederen Motiven, zum Beispiel Gier, Bereicherungsmotiven. Darüber muss gesprochen werden können, weil wir sonst das Problem, die Problemdimension nicht erfassen können und auch nicht überlegen können, wie wir dafür alle heilsame Auswege finden können. Das werde ich in dem Forum dann natürlich mit ansprechen, diese Dimension, mit der wir uns, glaube ich, ganz offen beschäftigen müssen. Ja, aber bevor ich den Herrn Eckenberger jetzt frage, was er vielleicht beitragen möchte, möchte ich nochmal bringen, wir sollten uns aber auch stärker noch auf die Inhalte, nicht auf die Sprachformulierung konzentrieren. Herr Professor Löhr schlägt ja im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden haben sollte, kann er ja dann gleich in seinem Beitrag nochmal sagen, irgend so etwas vor wie eine Steuerung von Bodenwerten. Ich vermute, dass es darauf hinausläuft am Ende. Und unser Konzept heißt, dass wir andere Wege haben, den Wohlstand, aber auch parallel zur Lebensqualität und Lebensfreude zu steigern. Und dass wir uns darauf konzentrieren, das ist eigentlich das eigentliche heutige Thema. Ja, welcher Weg führt da schneller und besser zum Ziel oder wie kann man sie kombinieren oder wie auch immer. Und dass wir uns darauf konzentrieren sollten im Wesentlichen. Herr Eckenberger, so auch Sie zum Beispiel, so vielleicht nochmal auch so eine Frage aus Ihrer Perspektive heraus, was Sie zum Beispiel, die Sie ja auch in einem Projekt leben, Sie könnten ja auch mal fragen, was macht denn der Herr Professor Löhr und die Next Scientists for Future für solche Projekte? Denn wir machen dafür ja sehr viel. Ja, wenn es okay ist, frage ich was anderes. und zwar... Aber danke für den Vorschlag, also interessiert mich natürlich auch. Aber was mir gerade auf der Zunge ist, also ich habe Sie auch so verstanden, dass die Next Scientists freundlicherweise auf eine Art umsonst ihre Beratung zur Verfügung stellen. Und und dann entsteht ja irgendwie, also was würde denn passieren, wenn so mittendrin festgestellt wird, okay, Mist, das läuft nicht nach Plan oder... Wenn jetzt ein Wissenschaftler sagt, okay, ich mache nur weiter, wenn ich die Goldburg da hinten kriege oder so ähnlich, verstehen Sie, was ich meine? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, man macht sich im schlimmsten Fall abhängig von diesen Weisen, ohne die jetzt das alles nicht klappt. Und dann sagen die, hey, und jetzt machen wir es so und auf einmal haben wir den Ultra-Hack gemacht und wir haben jetzt alles. Also nur so als Frage, wenn ich gerade mal alles fragen darf, nicht böse gemeint. Ja, werde ich dann gleich darauf antworten, aber erst ist Herr Professor Löhr dran. Ja, zunächst mal Herrn Wagner. Also was Sie gerade gesagt haben, gefällt mir ausgesprochen gut.
Also ich habe auch einen differenzierteren Blick auf Mafia. Das können durchaus staatsähnliche Strukturen sein und teilweise ist es auch graduell. Nur ich wäre zurückhaltend mit diesem Begriff mafiöse Strukturen und so weiter, weil das auch etwas ist, was so als Propagandabegriff genutzt werden kann und wo eben nicht diese differenzierte Analyse dahinter ist, die Sie gerade da benannt haben. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen zurückhaltend. Das ist kein Begriff, der, wie soll ich sagen, zu einer intensiveren innerpolitischen Auseinandersetzung, zu einer intensiveren und analytischeren Denkweise da anleitet. Vielleicht noch eine Sache, Herr Dillon, die Sie vorhin angesprochen haben. Gesundheit, ja klar. Es gibt Untersuchungen, zum Beispiel in England. Ich habe einen Freund dort, der leitet ein Institut. Wie viele Jahre Menschen, die in armen Verhältnissen leben, verlieren gegenüber solchen, die in nicht armen Verhältnissen leben. Klar, das ist Pauperismus bis ins Letzte. Da isst man bei McDonald's, man raucht, man trinkt und so weiter und so fort. Und dann am Schluss hat man 10 oder 15 Jahre weniger, man hat auch kein erfülltes Leben, gar nichts. Ne? Das heißt, das Materielle ist nicht alles, aber das Materielle ist eine Voraussetzung. Mein Anspruch ist auch gar nicht, dass ich hier sämtliche Wege zum Glücklichsein irgendwie darlegen möchte. Kann ich überhaupt nicht. Ich kann nur sagen, es gibt bestimmte Hinderungsgründe, die müssen unbedingt aus dem Weg. Und da kann ich nur sagen, es gibt da ein altes Buch, das ist meines Erachtens wesentlich weiser als das, was wir kennen von Karl Marx und von anderen. Nämlich dieses Buch hat sich mit den elementaren Konflikten auseinandergesetzt, die wir seit dem Sesshaftwerden der Menschheit haben, seit der neolithischen Revolution. Und dieses Buch ist die Bibel. Ja? Und zwar ganz konkret das Alte Testament. Und das sagt, wir haben zwei Probleme, Geld und Boden. Ja? Die Erde ist des Herrn, du sollst dich damit handeln. Und da würde ich sagen, da sollten wir uns vielleicht ein bisschen darauf zurückbesinnen. Wenn Sie sagen, okay, mit dem Herrn Sinn Abwanderungsgefahr unterschätzt, nein, überhaupt nicht. Es gibt Staaten, die in diese Richtung gehen. Also wenn ich zum Beispiel Singapur anführe, ich will da nicht leben, um Gottes Willen, weil es ist politisch nicht das, was ich mir vorstelle. Aber sie gehen in eine Richtung, die da sagt, wir schöpfen Teile dieser Arbeitsloseneinkommen ab und geben sie an die Menschen. Ne? Und aus diesem Grund haben sie gerade nicht das Abwanderungsproblem, sondern sie haben Zuwanderungsproblem. Hongkong macht es ähnlich. Auch die sind Opfer ihres eigenen Erfolges, weil sie überströmt werden und gar nicht mehr wissen, wohin. Also das ist kein Abwanderungsproblem, das die da haben. Alles sehr schlecht gemacht, handwerklich und so weiter. Nur wenn Sie sagen, okay, wir können 500 Milliarden Euro sparen, dann kann ich Ihnen sagen, allein schon die steuerlichen Zusatzlasten, die wir haben, also die Umwege, die wir gehen, um Steuern zu vermeiden, das sind 300 Milliarden Euro. Ne? Und wenn wir dann noch die Steuern abschaffen, dann haben wir weit mehr als 500 Milliarden Euro. Wir sollten da mal in ganz andere Richtungen denken. Staat als Räuberbande. Was da eingenommen wird, das ist die Steuern und die Sozialabgaben von dieser Räuberbande, um eben das Vermögen der Reichen zu finanzieren. Und das muss geändert werden. Damit ist noch nicht die ganze Welt gut. Der erste FC Bayern München wird vielleicht immer noch deutscher Meister, vollkommen klar. Aber es ist ein wesentlicher Bestandteil, der da weg muss. Ja, danke schön. Ich gehe mal auf ein paar Punkte ein. Ich komme gar nicht hinterher. Der Korrelationsfehler. Das ist der größte Irrtum für uns als Naturwissenschaftler. Es ist immer das größte Problem, dass praktisch alle, die über die Gesellschaft reden, keine solide naturwissenschaftliche Grundausbildung haben. Dass mal so eben 20, 30 Jahre Evolutionsbiologie fehlen, Psychobiologie, Soziobiologie, wahrscheinlich Fächer, mit denen sich die meisten noch nie im Leben beschäftigt haben, und so weiter. Und auch, wie wir eben festgestellt haben, Herr Wagner, gell, dass die meisten noch nicht mal die Entwicklungspsychologie als Teil der naturwissenschaftlichen Teile der Psychologie kennen und natürlich auch nicht Kohlbergs Stufenmodell und so weiter und Piaget und so weiter kennen. Also die Leute wissen eigentlich gar nichts über Menschen, machen aber Politik für Menschen. Und daraus resultiert das Riesenproblem.
Und zwar, ich mache das mal deutlich hier, wo dieser Grundfehler liegt. Ich muss wieder nur Präsentation schalten. Ich bitte, ich muss ein paar Sekunden mal Technik machen und halte so lange meine Zeit an. Hier, Präsentation, teilen, ausblenden. Jetzt müssten Sie hier das sehen können. So, wir nehmen die gaußsche Normalverteilung. Viele tun sich auch schwer mit Mathematik, habe ich auch immer die Erfahrung gemacht. Also, naturwissenschaftlich ist es absolut bewiesen, dass unsere Gehirne alle genauso unterschiedlich sind, wie es genetisch Menschen gibt, die tendenziell für 1,30 Meter genetisch konstruiert im Gengut haben und andere mit 2,30 Meter. Genauso haben wir Leute mit 2 Liter Gehirnen als Erwachsene und 1 Liter Gehirnen als Erwachsene. Und wir haben eine Evolution hinter uns von einem halben Liter vor etwa 4 Millionen Jahren. Und bis heute haben wir einen Durchschnittswert von 1,35 Liter Gehirnvolumen. Also das heißt, die Menschen sind unheimlich unterschiedlich in der Leistungsfähigkeit und dann das wird aber verleugnet, weil das vorteilbringende Irrtümer der Sozialspartler sind, uns das auszureden und zu sagen, nein, alle Menschen sind Genies, alle Kinder, Neugeborenen sind Genies, weil das dann dazu führt, dass man nicht darauf achtet, was man tut in einer Gesellschaft und zum Beispiel führt das dann dazu, dass man nicht berücksichtigt, dass die Klugheit das ist, was zur Langlebigkeit führt, nämlich mehr Gesundheitsbewusstsein und mehr Nachdenken über gesündere Ernährung, während sie hier in dem Bereich die Leute aufgrund ihrer geringeren Bildung anfälliger sind für die Werbepropaganda der Werbekonzerne sozusagen und deswegen sich grundsätzlich falsch ernähren. Ich mache seit Jahrzehnten Tests darin, dass ich mich immer wieder mal mit 1 € pro Tag ernähre oder 1 € bis 1,50 € pro Tag ernähre und schon immer gezeigt hat, dass man sich damit tausendmal gesünder ernähren kann, als wenn man 30 € pro Tag ausgibt für die Ernährung, weil eben das Gesundheitswissen, die Klugheit der Menschen entscheidet darüber, wie gesund sie sich ernähren und leben und dass die Menschen, dass die Reichen älter werden, ist ein reines Korrelationsirrtumsphänomen. Die werden älter, weil klügere Menschen im Allgemeinen reicher werden und klügere Menschen im Allgemeinen sich gesünder ernähren, weil sie mehr Gesundheitsbewusstsein haben. Und dümmere Menschen erwirtschaften weniger Reichtum, werden ärmer im Durchschnitt und haben weniger Gesundheitsbewusstsein und sterben deswegen 20 Jahre früher oder 15 Jahre früher, wie auch immer. Und auf alle anderen 2 Punkte, die ich noch habe, muss ich in der nächsten Runde eingehen. Ja, Herr Wagner, Ihr Statement. Ja, also ich bin schon in der Vorbereitung des Forumsthemas, des Einladungsforumsthemas. Und ich drücke es mal so aus noch wieder. Richtig ist, dass wir aus meiner Sicht die Menschen mit positiven Anreizen gewinnen müssen. So wie wir uns versuchen können zu gewinnen für Lösungsstrategien wie das Forum, so müssen wir allgemein alle Menschen dafür gewinnen. Ich habe den Mafia-Bezug, den wir ja dann ähnlich differenziert einstufen können, was die Begrifflichkeit angeht, Herr Löhr, habe ich verwendet, weil er ein Synonym in der Gesellschaft ist für ein gewaltbereites Korruptionssystem. Und diese Thematik, haben wir ein gewaltbereites Korruptionssystem, ist grundlegend. Also wir können nicht an Einzelstellen gegen die Korruption oder die ungerechte Verteilungslogik vorgehen, wenn wir nicht die Augen auch öffnen dafür, dass das eben nicht nur eine Frage von Einzelpunkten ist, sondern eine Frage des Gesamtsystems. Ein Systemfehler, ein systemischer Fehler, aber ein Grundfehler. Und dann ist es so, ich gehe dahin, was die positiven Anreize angeht, und ich nenne den Menschen erstmal sowieso rein positive Verlockungen, wie als denkende Wesen müsste richtiges Denken für euch der höchste Flash sein, besser als jeder andere Rausch, den ihr bekommen könnt. Und das Leben in so einer Schenker-Bonobo-Kommune, einer aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommune, probiert es doch mal aus, macht da mal Urlaub. Ihr werdet sehen, das macht einen ganz anderen Mensch aus euch. Der begeisterte Bonobo ersteht auf in euch. Also ich locke die Menschen natürlich auch mit dem rein positivsten,
was ich ihnen vor Augen stelle, wozu ich sie einlade. Ich lebe einen Gutteil von dem, wovon ich rede. Und trotzdem ist es so, ich sehe es auch als wissenschaftliche Aufgabe, dass wir mit so Aufklärungsplattformen so stark wie möglich in die Strukturen reingehen, uns da rein reflektieren und sie auch auflösen können, also das, was daran verkehrt ist. Und ein wissenschaftliches Prinzip dafür ist das Falsifikationsprinzip. Das heißt, ich kann hingehen, ich kann kaum einen positiven Beweis antreten, aber ich kann fragen, was ist das, woran sich eure Theorie widerlegen würde oder womit sie sich widerlegen lassen würde. Und da ist es halt wichtig, den Menschen, also auch den Mächtigen und Reichen, sagen zu können, hier würdet ihr selbst nach euren eigenen Ansprüchen, Normenansprüchen, euer Verhalten als kriminell einstufen müssen. Wenn ihr bewusst zum Beispiel sagt, ihr wollt demokratisch sein und manipuliert aber die Menschen, ohne dass sie einen Durchblick bekommen können und die Wahlalternativen sehen oder wählen könnten. Das ist ein Verbrechen an der Demokratie. Genauso, wenn ihr ihnen psychologisches Wissen vorenthaltet über wirkliche menschliche Persönlichkeitsreife. Oder wenn ihr zulasst, dass eben die Politik längst unterwandert ist vom Primat der Ökonomie. Das heißt, wie der Herr Seehofer mal sagte, die, die im Parlament sitzen, haben eigentlich gar nicht wirklich das Entscheiden. Und die, die wirklich das Entscheiden haben, sitzen nicht im Parlament. Da kann man den Leuten sagen, das ist nach euren Maßstäben. Nach euren Maßstäben ist das verheerende Systemkriminalität, die auf Kosten der kommenden Generationen geht. Und wir müssen einen Weg finden, darüber reden zu können. Weil auch das ist Teil des Lösungsbewusstseins, des Problembewusstseins und Lösungsbewusstseins. Und da müssen wir irgendwie rankommen, auch über alle Einzelpunkte hinweg, wo wir schon versuchen, irgendwie was gerade zu korrigieren. Ja, vielleicht, ich muss das vielleicht mal dazu sagen, ich glaube, dass für normale Bürger und aus der normalen Welt kommenden diese Einladung an das Kommunenleben, ich habe selbst mit Kommunenmodellen experimentiert, viel zu früh ist. Die Frage ist doch, wie kommen wir dahin, dass der Normalbürger, für den Kommune eine Horrorvorstellung ist, sozusagen, dass der überhaupt Stück für Stück über die Hausarzt-Gesundheitskommune, den Healthy Lifestyle Club, überhaupt erstmal allmählich geöffnet wird für den Gedanken einer Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft, ganz zu schweigen von später Experimenten in Richtung einer urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker Kommune hin, die ist doch aber das Endziel. Und das als erstes, ich finde, dass da die Reihenfolge nicht genügend beachtet wird. Wir sollten uns stärker darauf konzentrieren, wirklich Modelle zu entwickeln, wo es darum geht, die Reihenfolge einzuhalten und nicht zu abstrakt und zu weit wegzugehen, sondern ganz direkt zu sagen, hier über zum Beispiel die Hausarzt-Gesundheitskommune beginnt überhaupt erst einmal die Öffnung dafür, dass es Spaß machen kann, mit anderen Menschen zu tun zu haben, was ja viele verlernt haben und Angst davor haben und so weiter. Deswegen, Herr Eckenberger, so meine Frage an Sie auch so irgendwie zu den unterschiedlichen Modellen. Also Herr Professor Löhr konzentriert sich sehr stark aus meiner Sicht auf die materielle Ebene und die Veränderung auf der materiellen Ebene. Und wir kümmern uns sehr stark auch um die Verbesserung des Gesundheitszustandes und des Wohlfühlzustandes der Bevölkerung sozusagen. Und erzielen dadurch Vorteile. Und dass Sie dazu noch mal etwas fragen oder anmerken, ne? Ja, also wenn ich es richtig mitgekriegt habe, haben Sie, Herr Löhr, noch gar nicht, Sie haben mal gemeint, dass Sie noch gar nicht alles gesagt haben. Habe ich das richtig verstanden oder haben Sie inzwischen Ihr Konzept ganz dargestellt? Und so gesehen würde mich natürlich interessieren, was Sie zu Herrn Dillons Strategie sagen, dass er anstatt den Reichen was wegzunehmen, quasi ihnen das Gleiche lässt, aber das woanders reinsteckt. Ja, also mich interessiert eigentlich jetzt fast eher, wie Sie alle drei mit den im Raum schwirrenden Ideen umgehen jeweils. Dankeschön. Ja, Herr Professor Löhr, Sie sind dran. Ne? Also zunächst mal apropos Wohlfühlzustand. Ich fiebere heute vor mich hin. Ich hatte das eingangs schon gesagt und ich würde dann auch gerne nach dieser Runde mich mal verabschieden.
Ich möchte zunächst mal, bevor ich auf Ihre Frage, Herr Eckenberger, eingehe, so ein bisschen widersprechen, was das Statement anging von Herrn Dillon am Anfang. Klügere Menschen werden reicher. Also da kriege ich schon ein bisschen Flattern. So ein bisschen Soziologie hatte ich auch studiert. Ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, sodass ich die Studie nicht aus dem Hut zaubern kann, die da sagen, dass ärmere Menschen nicht automatisch dümmer sind. Also meine Großeltern haben selber in einer Mine gearbeitet, ne? In der Bergwerksmine, und es gibt genügend andere Leute, die dann, zum Beispiel denken Sie mal an Herrn Schröder, ne, auch trotzdem eine entsprechende Laufbahn hingelegt haben. Also genetisch ist das wohl nicht haltbar, und es ist wohl auch so, dass offensichtlich Armut und auch geistige Armut hier in Deutschland vererbt wird, dass wir hier einen sozialen Aufstieg doch relativ schwer haben, sodass diese Beispiele, die ich gerade genannt habe, eher die Ausnahme darstellen, sondern bleibt hier in seiner Schicht, in seiner Soße sozusagen sitzen. Also das ist eine Geschichte, die ist soziologisch, und da muss man mit einer Menge von Mitteln angehen. Ich bin da an der Stelle auch so ein klein wenig Marxist, weil ich sage, dieser Begriff des Paupers, den der Marx da mal genannt hat, der passt sehr gut. Das Materielle ist hier wichtig, aber ist nicht das allein selig machen. Was Herr Wagner gerade gesagt hatte, das kann ich im Prinzip nichts dagegen sagen, das passt. Ne? Also okay. Zu Ihrem, Herrn Eckenberger, ja, es den Reichen was nehmen, den Armen was geben, nein, es ist nicht allein so. Wir wollen im Prinzip, es gibt im Prinzip zwei Sachen. Auf der einen Seite gibt es Gerechtigkeit als Leitwert, auf der anderen Seite auch Effizienz. Das System, das wir heute haben, ist weder effizient, es kann nicht die Produktivkräfte mobilisieren, die wir brauchen, um tatsächlich die sozialen Probleme lösen zu können. Und es ist auch alles andere als gerecht. Allein dadurch, dass man hier so ein bisschen was den einen wegnimmt, den anderen gibt, löst man die Probleme nicht. Das sind ganz eklatante Probleme der Ungleichverteilung, die in Institutionen liegen. Und diese Institutionen sind beispielsweise Privateigentum von Grund und Boden. Was ist das überhaupt für eine Institution? Hier habe ich ein Raumnutzungsrecht, das bis in alle Ewigkeit gilt. Sämtliche Kinder werden ausgeschlossen. Patente beispielsweise. Was ist das für eine Institution? Hier nehme ich eine mehrere tausendjährige Geistesgeschichte. Ein kleiner Teil davon wird auf einmal okkupiert und auch möglicherweise dann monopolisiert. All diese Sachen, die kann man doch nicht so hinnehmen. Das sind Umverteilungsmaschinen, die wir haben. Viele Sachen, was ich von Ihnen heute gehört habe, würde ich befürworten, könnte ich sofort unterschreiben. Aber solange wir nicht an diese elementaren Umverteilungsmaschinen gehen und da ein Stöckchen reinstecken, dass das aufhört, werden wir die meisten Probleme, auch die Ihnen am Herzen liegen, nicht lösen können. Also ich möchte nicht das eine gegen das andere ausspielen. Beides hat seinen Sinn, aber man muss da Hand in Hand gehen. Ja, danke. Und ich greife Ihre Anregung auf. Ich mache jetzt noch meine 3 Minuten und dann machen wir eine kurze Schlussrunde noch und dann machen wir Schluss für heute, für die Sendung, weil eben genau, wir haben dann auch schon fast 2 Stunden, ne? Dann gehe ich jetzt nochmal auf die entscheidenden Punkte ein. Jetzt sind wir nämlich bei den wesentlichen Punkten, Herr Wagner. Und es wäre schön, wenn man uns in Zukunft auch mehr darauf konzentrieren sollte. Nämlich diesen Konflikt zwischen Soziologie und Soziobiologie. Das sind krassere Gegensätze, kann es nicht geben. Und da ist es ja eben, dass wir dafür plädieren. Übrigens nochmal, Herr Eckenberger, mit den Professoren, da gibt es keine Probleme, weil das Know-how ist ja verteilt über 20 Professoren, die im Prinzip alle das gleiche Know-how haben, und wenn da jemand ausschert oder so irgendwas will oder Geld plötzlich will, das ist alles irrelevant. Es wird immer noch genügend Leute übrig bleiben, die dann als Berater zur Verfügung stehen. Aber gerade der Wert liegt darin, dass sie eben genau diese naturwissenschaftliche Kompetenz haben, die sagt, das, was die Soziologie denkt über Intelligenz oder auch die These, dass sozusagen kluge Menschen auch häufig arm werden können. Natürlich gibt es einzelne Kluge, die arm werden, und es gibt einzelne Dumme, die auch mal per Zufall irgendwie reich werden. Aber im Durchschnitt ist es so, dass naturwissenschaftlich ganz klar feststellt, dass
generell Menschen mit größeren Gehirnen im Durchschnitt den größeren auch beruflichen Erfolg und Karriereerfolg oder auch unter Arbeitsplätze Schaffungserfolg haben, weswegen wir dann auch wieder dabei sind, wir schaffen mehr neue Arbeitsplätze, weil wir endlich dafür sorgen, dass unsere kinderlosen Akademikerinnen quasi wieder ein Paradies bekommen mit ganz verschiedenen Maßnahmen, das haben wir am Mittwoch besprochen, dass sie wieder mal ein Kind bekommen, sozusagen, und dieses Kind dann von seiner Klugheit her in der Lage ist, neue hochbezahlte Arbeitsplätze zu schaffen, und so ziehen wir quasi das Lohnniveau in Deutschland nach oben, sozusagen. Und letztendlich noch einmal zu dem Punkt, Markt, wir sagen sogar im Pflege- und Gesundheitsbereich haben wir zu wenig Markt, nicht zu viel, sondern zu wenig. Wir haben nicht den Markt, den Wettbewerb, der darum geht, dass der Arzt und der Pflegeheimleiter nur dann am meisten Verdienstzuschüsse bekommen, wenn seine Betreuungspersonen, seine Betreuten sich gesünder, glücklicher und langlebiger entwickeln. Also der Pflegeheimleiter kriegt mehr Geld, wenn seine Leute wieder gesund werden und noch länger leben. Dafür kriegt er in Zukunft mehr Geld, und dann ist mehr Markt und mehr Wettbewerb und mehr Ranglistenposition sogar positiv. Wir sagen also, es spielt überhaupt keine Rolle, ob eine Sache staatlich ist oder privat. Hauptsache, die positiven Anreize stimmen. Und das jetzige Gesundheitswesen hat einfach die falschen Marktmechanismen, nämlich dass Krankheitsförderung belohnt wird und Gesundheitsförderung bestraft wird. Es muss genau umgedreht sein. Krankheitsverhinderung muss belohnt werden und Krankheitsförderung darf nicht mehr belohnt werden. Ja, und das ist genau, man sieht jetzt, wir sehen, haben es wunderbar jetzt rausgearbeitet. Und Herr Wagner, es wäre auch schön, wenn Sie sich in Zukunft auch darauf konzentrieren würden, dass hier wir einen soziologischen Denkansatz haben und eine Volkswirtschaftslehre haben, die eher vielleicht eine soziologische Ausprägung hat, die mit Herrn Professor Löhr eher verbunden ist, und beim Weltrat es mit der neuen, echt naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre zu tun haben, die sagt, wir dürfen nicht auf die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspartler reinfallen, die uns ein X für ein U vormachen und uns erklären wollen, dass alle Naturgesetze, für die gesamte Natur gelten. Es sind immer die leistungsfähigeren Männchen, die ganz bewusst auch von den Weibchen bevorzugt werden und von denen sie die Kinder bekommen, weil die eben auch eine höhere Futterbeschaffungsqualität in ihren Genen mittragen und so weiter. Und das leugnet die Soziologie, ist eine Wegleugnungswissenschaft, die leugnet die Realität und die naturwissenschaftlichen Kenntnisse weg. Und genau deswegen, liebe Fragparteimitglieder, Herr Eckenberger und Herr Wagner, deswegen brauchen Sie den Weltrat, weil er mit seiner naturwissenschaftlichen Denkweise weit überlegen ist dem alten Denken. Auch dem Denken von Professor Sinn und Professor Truger von den Wirtschaftsweisen, weil auch dort viel zu viel Soziologisches ist und damit zu viel Antinaturwissenschaftliches ist. Ja, jetzt vielleicht eine Schlussrunde von allen. Ich muss die Präsentation noch beenden. Warten Sie, Präsentation beenden. Ja, also Soziologie versus Soziobiologie wäre so das Stichwort, wobei die Soziobiologie auch schlechte Ecken hat, das muss man zugeben. Ne? Also, aber Biologie statt Soziologie, das ist der Konflikt, in dem wir ja heute Abend standen thematisch. Vielleicht, wenn jeder noch eine kurze Schlussbemerkung macht, und dann können wir die Aufnahme stoppen für heute. Herr Wagner, machen Sie Ihre Schlussbemerkung? Ja, also ich glaube, dass für ein geistiges Wesen, das wird ja auch durch die moderne Forschung, die Neuroplastizität so nachgewiesen, steckt auch in der Meme-Theorie ein Stück weit drin. Wir sind nicht nur evolutionär oder soziologisch durch die Einflüsse des Milieus bestimmt, sondern wir haben die Möglichkeit, durch geistige Strukturen, die wir in uns entwickeln, also auch durch aufgeklärtes philosophisches Denken und moralische Entwicklung, ganz neue materielle Voraussetzungen sogar in unserem Gehirn zu erzeugen. Also dieser Aspekt ist für mich der vorrangige.
Und ich finde es schön, also alle positiven Kräfte, die sich da in bestimmte Richtung gedanklich und auch in der Tat entwickeln, sollten sich miteinander verbinden, sich kräftebündelnd zusammentun. Das Forum bietet uns die Möglichkeit, viele Einzelfragen, die wir jetzt hier ja im Vergleich nur anreißen können, in viel gründlicherer Form weiter zu diskutieren. Ich greife nur ein Beispiel heraus. Es gibt ganz viele Theorien, auch der Marxismus, die sagen, wir streben einen fernen Endzustand an, also wo die Menschen reif sind fürs anarcho-kommunistische Teilen, wo der Staat wegfallen kann und das Geld. Aber jetzt sind sie noch nicht reif und deshalb müssen sie von irgendeiner Erziehungsstruktur, einem erzieherischen Staat oder einer Partei dahin gebracht werden. Ich bin der Ansicht, dass ich beweise durch mein persönliches Leben, dass ich den Schritt zum mündigen Menschen, der aus freien Stücken so gut wie möglich ans Wohl des Ganzen denkt, an Argumente dafür, und das Leben dieser Verhältnisse in der aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommune direkt umsetzt. Und ich möchte die Legitimationsfrage eben stellen an andere, die sagen, sie sind die Erzieher. Leben Sie denn die Werte in dieser Reife, dass Sie andere da überhaupt zu erziehen können? Also alle diese Fragen müssen wir aus meiner Sicht offen auf den argumentativen Tisch kommen lassen. Dafür ist die freie Argumentekultur super und das Forum. Lasst uns da den Dingen weiter auf den Grund gehen, die wir jetzt angerissen haben. Und lasst uns alle unsere Kräfte bündeln, weil wir werden nicht zu viel Kraft haben für die positive Veränderung. Wir sollten alles zusammentun. Herr Eckenberger, Ihr Schlussbemerkung? Ja, ich bedanke mich für die interessante Runde. Ich kenne ja den Herr Dillen und den Herrn Wagner schon ein bisschen und bin sehr neugierig, was der Herr Löhr so denkt, so wirklich denkt zu diesen Sachen und was vielleicht im Laufe der Zeitverläufe noch präzisiert werden kann, was jeweils die verschiedenen Aussager mit den verschiedenen Aussagen genau meinen. Ja, und also vielen Dank. Ich bin neugierig, was passiert und ja, gebe an den Herrn Löhr und wünsche noch wundervolle Zeit und gute Besserung, Herr Löhr. Ja, Herr Professor Löhr, Ihr Schlusswort für heute, für diese erste Begegnung mit freier Argumentekultur, Demokratie pur. Denn genau das ist ja unser Anliegen, dass alle Argumente auf den Tisch kommen und dass das soziologische Argument und das naturwissenschaftliche ganz bewusst aufeinanderprallen sollen, damit die WählerInnen und die Parteimitglieder sich dann daraus ein Reformenbild machen können oder daraus Reformen destillieren können, ja? Na gut, also Sie haben natürlich da schon eine gewisse Bias zugunsten der Soziobiologie. Und ich muss nur sagen, die Soziobiologie hat nicht unbedingt die beste Tradition. Ich denke da nur vor 70 Jahren, und war auch mit der Inbrunst der Überzeugung, größere Schädel, Nase, so und so, also rassische Überlegenheit. Ich will Ihnen jetzt nicht Rassismus andichten oder so etwas, aber da hat man ganz schöne Irrpfade da beschritten mit der Soziobiologie. Mit der Soziologie tut man es genauso. Also ich glaube, da sind beide Seiten gut beraten, wenn sie da ein bisschen zurückstecken. Generell die Wissenschaft, da bin ich ein Popper-Fan, sollte immer darauf oder davon ausgehen, dass es immer nur vorläufig ist, was sie da produziert und zum Besten gibt. Also von daher so der eine mit mehr Geld, hallo Herr Trump, ne? Also ist das eine Intelligenzbestie? Nee, bitte nicht. Nee, also den kann ich absolut nicht folgen. Einige Ansätze, die Sie gebracht haben, also wir hatten uns ja auch schon im Telefon mal darüber unterhalten, das mit den positiven Anreizen finde ich an bestimmten Stellen sehr zielführend, ne? Und da muss man auch tatsächlich drüber nachdenken, inwieweit man da gerade Gesundheitswesen, vollkommen klar, da kann man an der Stelle etwas machen, aber an anderen Stellen kann man da nichts machen. Und da denke ich eben gerade an diesen alten Urkonfliktboden, der jetzt weitergefahren wird, beispielsweise mit den virtuellen Grundstücken, den Himmelsgrundstücken, das sind Patente, ist genau dasselbe wie Grund und Boden, nur in einer virtuellen Form. Sie hatten, Herr Wagner, angesprochen, Geld und Zinsen, ne? Das sind so die Sachen, das sind Institutionen, um die müssen wir uns kümmern. Aber wie gesagt, damit ist auch noch nicht alles erledigt und abgefahren, sondern wir müssen noch weiter. Es gibt noch die unterschiedlichsten Wege auch nach Rom zu kommen und glücklich zu werden. Und vielleicht ist es auch gut, wenn nicht jede Community, jede Gesellschaft, jeder Staat denselben Weg geht, sondern hier auch verschiedene Blumen blühen.
Ja, und vielleicht nur noch abschließend, selbstverständlich, also wir sind die schärfsten Kritiker der negativen Ecken in der Soziobiologie, die hat ganz viele schlechte Seiten, aber diese naturwissenschaftliche Gesamtperspektive, die eben auch den Sozialdarwinismus kritisch sieht und all die Sachen, aber dennoch gibt es bestimmte biologische Realitäten, die wir halt zum Thema machen. Und da deswegen heißt es bei uns auch die korrigierte und komplettierte genetisch-mimetische Evolutionsbiologie, weil wir zum Beispiel auch die Soziobiologie in vielerlei Hinsicht kritisieren. Aber auf der anderen Seite gibt es eben wieder ein paar naturwissenschaftliche Fakten. Und da möchte ich Sie einladen dazu, dieses Demokratie pur Talkshow-Format mit freier Argumentekultur ist ja genau, worum es geht, dass die verschiedenen Ansätze aufeinanderprallen und Sie sind herzlich eingeladen, jederzeit, wenn es Ihnen auch gesundheitlich wieder besser geht, sich zu diesen Sendungen dazuzuschalten. Anfang nächster Woche kommt die Einladung zu der nächsten Serie der Talkshow-Termine. Und ja, ich hoffe, dass die Zuschauer viel Spaß mit dieser Perspektive haben. Unterschiedliche Menschenbilder, unterschiedliche Weltperspektiven und unterschiedliche volkswirtschaftliche Ansätze, naturwissenschaftlicher NVWL und VWL prallen aufeinander, lassen sich sicherlich nicht einfach vereinbaren, aber als WählerInnen und als Parteimitglieder können Sie sich vielleicht daraus dann ein Bild machen, denn Sie müssen ja als Wähler, haben Sie die Qual der Wahl, ob Sie eher sozusagen einen sehr naturwissenschaftlichen Lösungsweg favorisieren und oder einen eher, ich nenne ihn mal, volkswirtschaftlich-soziologischen Blickpunkt sehen. Wir sehen das halt ganz anders, auch gerade mit der Gehirnevolution und so weiter, als Naturwissenschaftler und hoffen, dass das auch überzeugt. Ja, dann bis zur nächsten Talkshow. Die nächste ist am Montag. Und die nächste ist dann am Donnerstag. Montag und Donnerstag 20 Uhr. Für danach werden dann die neuen Termine zugemailt. Und ich hoffe, dass die Zuschauer viel Spaß mit der heutigen Sendung haben. Ja, noch Herr Eckenberger, eine Bemerkung? Ja, genau. Ich möchte die Zuschauer noch darauf hinweisen, ich suche Mitbewohner für einen sehr interessanten Hof in Mecklenburg. Also nur zu. Dankeschön. Ja, also quasi die Grundidee, dass man aus meiner Sicht zu früh, aber dass man quasi schon die Zukunft vorwegnimmt, indem man Kommune lebt. Und während wir sagen, lieber einen Schritt nach dem anderen, viele Menschen fühlen sich überfordert durch diesen sehr schnellen Weg zum Ziel, weil dann unser Wirtschaftssystem ja auch dazwischen haut. Ne? Und deswegen, wir tun sehr viel für den Kommunenaufbau, indem wir sagen, die Hausarzt-Gesundheitskommune weist uns den Weg. Alles klar, ich wünsche einen schönen Abend, bis zur nächsten Talkshow, Montag oder Donnerstag. Tschüssi, bis bald. So, die Aufnahme ist im Kasten hoffentlich. So, schönen Abend. So, dann hört man mich noch? Ja, es Ja. läuft noch alles. Ja, also ich fand es sehr interessante Geschichte, nur eben, wir müssen dann vielleicht doch den Herrn Wagner als dritten Experten demnächst dazu nehmen, weil es ist noch mal ein bisschen anderes Ansatz. Wir hatten jetzt drei große Weltansätze: Naturwissenschaft, soziologisch-volkswirtschaftliche Perspektive von Herrn Professor Löhr und dann noch mal auch eine psychologisch, aber auch philosophische Perspektive, nämlich dass die Befriedigung des Geistes in dieser Erreichung der Verantwortungsreife und des geistigen, ja, Höherentwickelns eine gewisse Rolle spielt. Und da ist eben genau der Punkt, wo ich sagen würde, ja, das ist eigentlich noch mal ein dritter Ansatz und ist auch noch mal ein dritter Reformierungsansatz, denn bei uns geht es ja darum, dass wir bei der urmatriarchalen Bonobo-Schenker-Kommune in erster Linie auch die körperliche Befriedigung als Grundlage des Schenkmotivs sehen und nicht so stark die geistige Entwicklung. Das müssten wir vielleicht als drei Ansätze hätten wir das eigentlich mal so direkt nebeneinander stellen müssen, ne? Also drei Ja, Perspektiven. jedenfalls.
Ich umarme euch nur schnell durchs Telefon noch. Mein Sohn liegt schon schlafend neben mir auf dem Sofa und der gehört aber eigentlich ins Bett. So. Ja, ja. Also es war schön wieder mit euch, ne? Schön, dass man so frei und offen miteinander reden kann. Ne? Seid ihr nicht umarmt, lasst es euch gut gehen. Bis auf Weiteres. Genau, Montag 20 Uhr, Donnerstag 20 Uhr. Okay, bis super. Dahin, gell? Tschüss. Bis dahin, tschüss. Ja, Dylan, ich verabschiede mich auch und danke dir von Herzen. Ja, ich hoffe, es war nicht zu chaotisch heute. Ich hoffe, man konnte so diese unterschiedlichen Weltbilder, so der eine sagt so, nein, die Reichen, das sind gar nicht die Klügeren sozusagen, sondern so, ja, das ist ja im Prinzip leistungsloses Einkommen, ja. Und die andere, also quasi die Grundidee, die Armen sind die eigentlich guten Menschen und auch die Klügeren. Das kann man so biologisch nicht unterschreiben. Das entspricht einfach so nicht ganz den Tatsachen. Aber ich hoffe, dass man trotzdem diese unterschiedlichen Weltperspektiven und Menschenbilder erkennen konnte. Nämlich, dass die, die reich sind, eher die Dümmeren sind, vielleicht oder eher sogar die Verbrecherischeren sind. Aber auch im Verbrecherischen liegt ja auch eine Intelligenzfrage. Man muss ja erstmal so clever sein wie Mark Zuckerberg, dass man die Leute so über den Tisch zieht. Auch das ist wieder eine Gehirnleistung, auch wenn sie aus unserer Sicht schlecht ist, ja, auch aus meiner Sicht schlecht ist. Mark Zuckerberg und Bill Gates sind Verbrecher in gewisser Hinsicht, aber sie sind auch intelligente Verbrecher. Sonst wären sie eben keine solchen Multimilliardäre, ne? Oder Multimilliardäre, weil sie eben, und unser System ist es, dass es erlaubt, dass man mit Kriminellen oder mit schlechten Dingen eben auch so viel Profit machen kann. Aber denen jetzt die Intelligenz abzusprechen und demjenigen, der 7 Euro die Stunde oder 9 Euro die Stunde kriegt, denen jetzt die große Intelligenz zuzusprechen, ist halt biologisch nicht haltbar. Ne? Dafür spricht gar nichts. Natürlich gibt es einzelne ärmere Leute, die sich zum Beispiel zum Aussteigen entscheiden, wie auch ich teilweise. Ich habe in meinem Leben etwa 1 Million Euro ausgegeben für die Forschung und habe mich selbst arm gemacht dadurch, aber freiwillig. Ja? Und das muss ja dann, das ist nicht immer ein Zeichen von mangelnder Intelligenz, wenn man das Materielle uninteressant findet. Aber im Durchschnitt ist es wohl so, dass viele, muss ja nicht unbedingt Trump gleich sein, aber viele Milliardäre auch irgendeine Form der Cleverness und Intelligenz hatten, auch wenn die manchmal wirklich auch fast schon kriminell war. Ne? Aber auch eine kriminelle Mafia muss einer erstmal hochziehen können. Das kann auch nicht jeder. Also ich hoffe, dieser Gegensatz ist deutlich geworden, dass es hier um ganz unterschiedliche Menschenbilder geht. Ne? Und wenn ein Menschenbild aber unrealistisch ist, dann führt das zu einer falschen Politik. Weil das führt ja dann dazu, dass es nach hinten losgeht. Weil wenn ich darauf fuße, dass die Reichen eigentlich die Dummen sind und die Schlechten sind und die dann sehr hart besteuere und die dann aber zurückschlagen oder das Land verlassen und es sich dann herausstellt, dass die anderen es doch nicht schaffen, Arbeitsplätze zu schaffen, die gut bezahlt sind, dann gucke ich nämlich in die Röhre. Dann habe ich nämlich mehr Armut geschaffen, indem ich nämlich die Arbeitsplätze schaffe, aus dem Lande getrieben habe und die anderen sich nicht erwiesen haben als fähig. Das ist ja nämlich die große Frage in der DDR gewesen. Warum sind die Reicheren und Klügeren sind ja so schnell sie konnten abgewandert, bevor die Mauer gebaut wurde und die dann nicht mehr rauskamen und dann stellte sich raus, dass die dort waren, eben nicht in der Lage genug waren, Innovationen zu entwickeln, die die Welt haben wollte. Und dann hatte die DDR nichts Teures, was sie verkaufen konnte. Und dann war die Armut in der DDR vorprogrammiert, weil die Innovationen nicht erforscht werden konnten. Ist das? Und dieser Gegensatz war heute ja im ganzen Raume sozusagen, Professor Löhr eher so, naja, diese Reichen, sie sind eigentlich nicht so wertvoll und nicht so wichtig für uns. Und die andere Seite sagt, naja, hoppla, Vorsicht, so ganz unwichtig sind die für uns nicht. Denn die haben, also das Smartphone hat nun mal irgendjemand von Apple entwickelt, also das iPhone. Und ich hätte das nicht entwickeln können.
Und ich weiß nicht, und ich glaube nicht, jemand, der gearbeitet auf 9 € die Stunde oder so, der hätte das auch nicht entwickeln können. Also wir brauchen schon die Klugen, um solche Produkte zu entwickeln, egal wie schlecht ich jetzt ein Smartphone halte, ne? Ist so dieser Grund, das Grundthema insgesamt so rübergekommen, trotz des bisschen chaotischen Verlaufs. Wer zu beurteilen? Man müsste das nochmal anschauen, aber du hast das gut rausgestrichen jetzt und vielleicht kann man das ja in Zukunft im Vorfeld schon andeuten. Du kennst ja die Leute, für was sie stehen und so. Ja, ich wusste es vorher jetzt auch nicht so genau. Ich habe es nur vermutet, aber es ist richtig. Ich hätte zwischendurch mal so eine Versuchung, diese unterschiedlichen Weltbilder nebeneinander zu stellen. Ich war jetzt auch ein bisschen verwirrt, weil der Öff-Öff natürlich quasi ja nochmal ein drittes Weltbild aufgemacht hat, anstatt sich eher auf die Frageseite zu beschränken. Und dadurch hatten wir jetzt dann eigentlich mit 3 verschiedenen Weltperspektiven schon fast zu viel. Also die freie Argumentekultur sollte im Wesentlichen so laufen, dass immer wieder verschiedene aufeinanderprallen, aber wenn man in einer so kurzen Talkshow 3 oder 4 verschiedene Perspektiven hat, wird es unüberschaubar, auch für mich, weil ich komme dann einfach auch gar nicht mehr hinterher, diese Unterschiedlichkeiten aufzuzeigen. Habe ich noch gar nicht verstanden. Ich hätte gedacht, eigentlich sind viel mehr Leute angedacht, in so Talkshows zu sein, also mit richtigen Meinungen zur Präsentation. Aber ich verstehe. Ja, aber es hat sich so rausgestellt, wenn du 5 verschiedene Experten in einer einzigen Talkshow hast, dann kriegt man gar nichts mehr in die Reihe, weil dann 5 verschiedene Weltperspektiven aufeinanderprallen und man sollte vielleicht 2 bis maximal 3 in einer Talkshow haben und dann immer wieder variieren. Also mal Gemeinwohlökonomie, Next Scientist for Future, dann mal. Also verschiedene Mischungen aufeinander, ja. Wenn die gleichen Gäste sich für mehrere Talkshows quasi verabreden Ja. und die Präsentatorenrolle wechselt, dann fände ich es besonders interessant, wenn eben dieselben Verkörperer von Teilstandpunkten immer wieder zusammenkommen. Ja. Und wie gesagt, also was ich im Moment bei solchen Talkshows, wir haben es ja am Mittwoch gesehen, am Donnerstag gesehen, was eine sehr gelungene Sendung war, ja. Wobei ich da ein paar Punkte vergessen habe, zum Beispiel deutlich zu machen, dass es auch gerade ja ein vorteilbringender Irrtum der Sozialspartler ist, uns klar zu machen, dass Kinder, also ich übertreibe jetzt mal, dass die Armen viele Kinder bekommen sollten und dass es okay ist, wenn die Karrierefrauen keine Kinder bekommen. Diesen aus unserer Sicht Irrglauben haben uns ja die Sozialspartler gebracht, weil sie davon leben, dass die Sozialfälle möglichst viel Nachwuchs haben und man dann sehr gut Karriere machen kann in der Betreuung der Sozialfälle, die immer mehr werden. Ja? Und das hatte ich vergessen zu sagen, dass das ja der Grund ist, warum wir so eine gewisse Aversion gegen den Gedanken haben, dafür zu sorgen, dass es wie in der Natur läuft, dass gerade die Karrierefrauen vielleicht eher 2 Kinder bekommen sollten und die Hauptschulabbrecherin eher vielleicht nur ein Kind bekommen sollte, anstatt umgedreht. Ja? Also, und diese Aversion stammt aber aus den vorteilbringenden Irrtümern und damit den parasitären Memen, die uns die Sozialspartler eingeimpft haben, weil die ja ihre Karrierechancen vergrößern wollen, indem die Zahl der Sozialfälle immer größer wird. Aber ansonsten war die Mittwochssendung sehr interessant.